Okay, nur noch ein bisschen von dieser Farbe. Schnell, solange sie noch abgelenkt ist. Dieser Apfel ist sowas von rot, ich will ihn unbedingt essen. Huh? What the heck? Wieso hält sie jetzt den Apfel? Ah! Ah! Sie hat mich bemerkt! Ah! Naja, dann stecken wir wohl nun hier drin. Kann's losgehen? Hey, wie geht's? Lang nichts mehr von dir gehört. Dann kümmere ich mich eben um meine Nägel. Huh? Na endlich! Da passiert was! Sieh nur das Licht! Sieht nach Aliens und UFOs auf. Wie aufregend! Das ist so cool, was wohl als nächstes passiert. Was? Ich darf meine Hände nicht benutzen? Oh, wie unfair. Eine Hand? Das ist gar kein Problem für mich. Na, dann male ich mal meinen kleinen Alien-Freund. Hier der Kopf und nun kommt der Körper. Natürlich hat er auch Arme, zwei Stück, um genau zu sein. Und er läuft auf zwei Beinen. Und nun kommen noch ein paar Details dazu. Er hat große schwarze Augen, eine kleine Nase und auch einen kleinen Mund. So hauchen wir ihm Leben ein. Oh, bei ihr sieht das mit einer Hand wie ein Kinderspiel aus. Oh my gosh, neben mir steht ein echtes Alien. Was macht er denn da mit meinem Stift und Teller? Was ist das denn? Soll wohl eine Art Selbstporträt sein. Hey, Alien-Kumpel, guck mal, was ich gemalt habe. Er tanzt sogar, wenn sich das Wasser bewegt. Er hat echt abgefahrene Moves, findet ihr nicht auch? Gefällt's dir? Bestimmt, oder? Yes, es gefällt ihm. Wow, ein echt cooler Astro-Kuchen. Wow, der Kuchen ist für mich. Okay, dann bekommst du das Bild. So einen tollen Kuchen habe ich echt noch nie gesehen. Oh, sie kriegt einen Kuchen und was kriege ich? Anscheinend gar nichts. Zumindest nichts weiter als diese Alien-Kritzelei. Hey, was ist denn mit mir? Willst du das Bild haben und gegen einen Kuchen tauschen? Nein? Oh, what the heck? Das Bild hast du gemalt. So eine Gemeinheit. Der Kuchen ist toll. Ich probiere ihn mal. Der Astro-Kuchen schmeckt mega. Voll cool, dass ich die Runde gewonnen habe. Oh, ich liebe diese Süßigkeit. So fruchtig. Diese Geschmacksrichtung ist besser als das Original. Augenblick mal. Ich habe eine Idee. Dafür schütte ich ein paar aus. Die sind so kunterbunt und schön. Rosa gefällt mir am besten. Und jetzt sortiere ich sie nach Farben. Zuerst ist Blau dran. Und nun Pink. Gut, alles sortiert. Und nun fehlt nur noch ein Hauch von Magie. Yes, ein Puppet! Mein Wunsch ist tatsächlich in Erfüllung gegangen. Erstmal eine Runde spielen. Hey, what the heck? Was machst du denn? Das hier ist eine Mal-Challenge. Ah, stimmt. Voll vergessen. Das Puppet hat mich etwas abgelenkt. Yes, dieses Mal darf ich Hände benutzen. Und zwar alle beide. Das ist meine Chance. Das leihe ich mir kurz aus. Das Puppet brauche ich für mein Bild. Zuerst male ich mit Rot. Okay, ich male das Innere des Puppets mit den Farben aus. Ich bin schon sehr gespannt auf das Endergebnis. So, und nun ist die zweite Reihe des Puppets mit Orange dran. Okay, fertig. Mal sehen, wie das wird. Nun muss ich das Puppet noch umdrehen. Und schon kann ich loslegen. Rot, Rot und etwas Blau hier. Oh Mann, mit zwei Händen kann man einfach viel mehr machen. Hey, ich weiß, was ich machen werde. Auf geht's, Naseweiß. Dann male ich eben mit meiner Nase. Puh, die Farbe kitzelt ein bisschen. Mit dieser besonderen Maltechnik werde ich bestimmt punkten. Klappt doch ganz gut. Und nun ist Orange dran. Guck mal, dieses Puppet habe ich mit meiner Nase gemalt. Juhu, meins ist auch fertig und gefällt mir sehr gut. Sieh nur, wie perfekt die Kreise sind. Meins ist besser als deins. Wow, das ist Zauberei. Puppet-Kekse. Da muss ich probieren. Oh, wow, das schmeckt so gut. So etwas Gutes habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Wow, siehst du auch dieses helle Licht? In der Runde sind wohl Boxen dran. Diese Box gehört mir. Oh, wow, guck mal, was ich hier habe. Spraydosen. Was wohl in meiner drin ist? Schütteln hilft hier nichts. Ich muss sie öffnen. Wow, so viele Buntstifte. Die gefallen mir wirklich gut. Oh, guck mal, noch eine kleine Box. Was da wohl drin ist? Ich sehe einfach mal nach. Huh? Ein wirklich schräger Inhalt. Ein Auge aus Fruchtgummi. So klebrig. Okay, ich esse den jetzt, weil ich voll Hunger habe. Sowas von gut. Und süß. Ich liebe es. Wow, der Snack hat mir echt gut geschmeckt. Gibt's noch mehr Snacks? Hey, sieh mal, wir dürfen beide Hände benutzen. Ich habe meine Handschuhe an. Die Runde kann also beginnen. Zuerst sprühe ich mit der blauen Farbe in die Mitte des Papiers. Das Glas benutze ich als Orientierung für die weiße Farbe. Jetzt haben wir einen perfekten Kreis in Blau. Dann brauche ich noch einen Teller. Den lege ich so auf das Papier.
Und mit Schwarz sprühe ich noch einmal um den Teller herum. Und ein bisschen Schwarz kommt in die Mitte, dann sieht's wie ein Auge aus. Und ich bin bereit, mit einer Hand zu malen. Und los geht's. Ich male ein Auge mit nur einer Hand. Also bisher läuft's wie geschmiert. Und ich bin fertig. Tada! Mein Lachgesicht ist fertig. Wow, wie hast du denn das geschafft? Meinst du das Auge hier? Sieht echt gut aus, oder? Oh wow, das Bild hat sich in ein Auge aus Fruchtgummi verwandelt. In ein riesiges Auge sogar. Voll krass, wie geht das? Das ist riesig, darf ich es haben? Nein, das gehört mir. Und nun entschuldige mich, ich muss dieses Auge essen. Oh, Mann, naja, ich habe meinen Kuchen auch nicht geteilt. Wow, was geht ab? Was ist das? Oh, und noch eins, das werden ja immer mehr. Ha, da liegt ein Blatt Papier. Oh, Achtung, da passiert was. Dieser Tag ist voller Magie. Wow, das ist eine Eiswaffel. Wie süß. Sieht lecker aus. Hätte ich doch bloß eine echte Eiswaffel. Oh, jetzt habe ich Lust auf Eis. Lass mal sehen. Diese Runde fängt ja gut an. Oh, ohne Hände, das ist sowas von mies. Okay, meine Hand und der Pinsel sind bereit. Diesmal beginne ich das Bild mit roter Farbe. Ich male das Eis rot an, das macht echt Laune. Ich male mit verschiedenen Farben Punkte auf das Bild. Mit Rot, Gelb, Blau und vor allem Weiß. Und nun füge ich etwas Wasser hinzu, damit die Farben miteinander verlaufen. Oh, sie liegt schon wieder so weit vorne, ich sollte besser anfangen. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als so zu malen. Eine meiner leichtesten Übungen. Okay, jetzt male ich ein paar Punkte auf das Papier. Die Farbe muss auch auf das Bild. Die Farbe macht sich hier besonders gut. Oh nein, das ging voll daneben. Okay, das ist mein Endresultat dieser Runde. Tada! Aber immerhin ist es bunt. Das kann man mir nicht ankreiden. Ich bin mit meinem Bild auch fertig. Schau mal, die Technik, die ich benutzt habe, hat funktioniert. Voll nice. Wow, hat sich in eine Eiscreme verwandelt. Mein Wunsch ging in Erfüllung. Sieht genauso aus wie das Eis, das ich gemalt habe. Mal sehen, wie es schmeckt. Hoffentlich gut. Das tut es. Richtig gut. Na, du hättest bestimmt auch gerne echtes Eis, oder? Was für eine Challenge wird uns dieses Mal erwarten? Bin so aufgeregt. Oh mein Gott. Guck mal, ein niedlicher Frosch. Guck mal, wie er herumhüpft und vor sich herquakt. Ich bin sowas von bereit, ein Bild mit Froschmotiv zu malen. Wow, ich auch. Ich liebe Frösche und Kröten. Ich kann es kaum erwarten. Yes, mit zwei Händen. Und du mit einer Hand. Ich benutze diesen Filzstift mit feiner Spitze für diese Challenge. Ich beginne mit zwei Herzhälften, die ich nebeneinander male. Und dann verbinde ich sie so miteinander. Oben kommt ein Bogen hin, etwa so. Er hat so süße kleine Fingerchen, echt niedlich. Soweit, so gut. Und nun male ich den Frosch noch bunt an. Natürlich male ich ihn grün an, schließlich ist er ein Frosch. Ha, ich Glückspilz darf beide Hände benutzen. Ich bin bestimmt doppelt so schnell, weil ich beide Hände benutzen darf. Das sieht gut aus. Meine Strategie geht voll auf. Sie hatte recht, er hat wirklich kleine süße Fingerchen. Die sehen sowas von knutschig aus. Okay, mit der Umrandung bin ich fertig und nun kommt das Kolorieren. Ich bin schneller als die Polizei erlaubt. Ist das nur Einbildung oder ist das Rauch? Na los, schneller. Wow, das Papier qualmt vor sich hin. Ah! What the heck? Wie hat sie denn da drüben Feuer gemacht? Ups, das war's dann wohl mit meinem Froschbild. Ich habe wohl zu fest aufgedrückt. Also, mein Bild ist nicht in Flammen aufgegangen. Tada! Ist der nicht süß? Oh, was ist das? Ein Fruchtgummifrosch? Der ist bestimmt aus meinem Bild entsprungen. Kommen da noch mehr raus? Schüttel, schüttel, schüttel! Wow, so viele Fruchtgummifrösche! Oh Mann, das riecht wie Wassermelone. Hoffentlich schmeckt der Frosch so gut, wie er riecht. Wow, echt gut. Ich liebe Fruchtgummi über alles. Wow, was machst du denn? Fahr mal einen Gang runter. Nee, ich komme bei Fruchtgummi einfach nicht anders. Muss bleiben. Ah, es ist endlich Pause. Ich könnte wirklich einen Muntermacher vertragen. Ha, so witzig. Du musst dieses Video sehen. Ja, der Typ ist ziemlich schräg. Ha, oh nein. Oh, gekauter Kaugummi macht mich übel. Oh, ich nehme den weg. Wie bekomme ich den jetzt ab? Schlechte Idee. Mein Poppet, der ist perfekt. Ich muss aber erst noch ein paar Dinge erledigen. Schneide das Herz aus. Öffne das Heft.
und trage Heißkleber entlang der Innenseite des Covers auf. Geh die komplette Kante lang. Perfekt. Klebe nun das hübsche Papier drauf. Jetzt das Heft zumachen. Jetzt kommt der letzte Schritt. Achte darauf, viel Kleber aufs Herz zu machen. Dann klebt das Pop-It oben drauf. Yay! Matt, dein neues Notizbuch ist fertig. Ich poppe es einfach. Das macht wirklich Spaß. Danke! Es ist offiziell Snackzeit. Aber wo ist das ganze Futter? Ist hier was drin? Da ist eine Menge nichts. Bingo! Das ist es, wonach ich suche. Und das ist alles für mich. Hä? Wer hat einfach die Verpackung da reingesteckt? Mist. Hier sieht es schlimm aus. Nichts ist da, wo es sein soll. Bist du allergisch dagegen, Dinge wegzuräumen? Oh, keine Süßigkeiten mehr, hä? Huh? Ich werde dich in ein kleines Geheimnis einweihen. Kannst du mir folgen? Leg dein Pop-It hin. Dann gib Zucker in die Löcher. Zeit für ein bisschen Lebensmittelfarbe. Sieht hübsch aus, oder? Mach weiter. Nächste Farbe bitte. Du kannst für jede Reihe eine neue Farbe benutzen. Dann bist du fast fertig. Erhitze es und dann friere es ein. Jetzt sind alle fest. Selbstgemachte Bonbons. Siehst du? Warte. Sie rauszuholen ist der spaßigste Teil. Probier einen. Danke. So süß. Und Lust ausputzen? Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Ich bin dir wirklich was schuldig. Ja, schneller. Los. Wie bitte? Ist das ein Telefon? Nicht in meinem Klassenzimmer. Er passt nicht mal auf. Hey. Ich weiß, keine Handys. Ich war auch dabei, das Spiel zu gewinnen. Das ist nicht so spaßig. Als ob ich jetzt lernen kann. Warte. Yes. Schnipp, schnapp. Yes. Wo kommt das denn her? Fast. Tada. Jetzt erwisch mich mal, Lehrer. Das kann nicht dir ernst sein. Es ist nur ein Pop-It. Die sind erlaubt. Das wollen wir mal sehen. Ich wollte die schon immer mal ausprobieren. So beruhigend. Du bist in Ordnung, Kind. Ich werde sowas von gewinnen. Das ist also das Bild, an dem du arbeitest? Ich weiß nicht, es fehlt noch eine Kleinigkeit. Genau hier im Meer. Ah, was machst du da? Das ist mein Bild. Ich will keine Fische. So ein Unsinn! Dieses Bild braucht unbedingt Fische! Das reicht! Nimm das! Ach ja? Dann ist der hier für dich! Oh, genug ist genug! Ein Klecks Pink! Okay, dann kommt jetzt etwas Grün für dich, du Grinch! Du bist das Allerletzte! Meine Malerrolle ist die stärkere von beiden! Hör! Oh mein Gott! Was geht denn da vor sich? Das reicht! Ihr beide braucht eine Challenge! Ab in die Box! Nein, nein, nein! Schnell! Lauf so schnell, wie du kannst! Hä? Oh Mann! Jetzt sind wir in der Box gefangen! Hier gibt es nicht viel zu tun, hä? Huh? Ja, aber eine kleine Pause und ein Snack schadet nicht! Oh mein Gott! Was ist das? Die Direktorin! Sie ist auch hier! Also dann, aufpassen bitte! Ich suche diese Pop-It-Handyhülle, okay? Verstanden? Ich habe sogar eine Vorlage für euch. Vorlagen für Handyhüllen? Das klingt nicht sonderlich spaßig. Trotzdem mache ich dich platt. Von wegen. Ich habe schon eine Idee. Ja, Süßigkeiten sind die Lösung, wie immer. Ich lege sie nach und nach auf die Vorlage. Dabei ordne ich sie schön in Reihe und Glied an. Okay, nun bedecke ich den Rest der Vorlage damit. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Ich habe auch schon eine clevere Idee. Mit diesem kleinen Nudelholz mache ich meine Mama stolz. Ha, das hat sich gereimt. Okay, nun zu den Farben. Ich
Ich male orangene Punkte auf mein Nudelholz. Alle schön in einer Reihe und dann kommt Gelb dazu. Das Blau ist so kräftig. Das gefällt mir total. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Okay, ich bin fertig mit den Punkten und kann losrollen. Ha, sieh dir das an. Das hat voll gut funktioniert. Hey, Frau Direktorin, ich bin mit der Aufgabe fertig. Oh, ach ja, die Aufgabe. Lass mal sehen. Okay, okay. Eine interessante Technik. Sehr gut. Und nun zu dir. Oh, aber natürlich. Sie werden sehr beeindruckt von meinem Bild sein. Oh, Mist, ich bin so blöd. Ist mir das wirklich gerade passiert? Ich habe die Aufgabe gelöst, ehrlich. Okay, na schön. Ich glaube dir. Aber der Sieger ist eindeutig sie. Das Handy ist mein Preis. Voll cool. Vielen, vielen Dank. Jetzt kann ich auch mit dem Puppet spielen. Und jetzt bestelle ich mir etwas. Ja, eine große bitte. Danke. Oh, das ging schnell. Hervorragender Service. Yes, Zeit für Pizza. Ich bin ja sowas von hungrig. Halt, er ist immer noch traurig. Hey, ich habe Pizza bestellt. Willst du auch ein paar Stücke? Oh, auf jeden. Sehr gerne. Danke dir. Mal sehen, wie mir die Farbe steht. Oh gosh, ich habe Lippenstift auf den Zähnen. Vielleicht funktioniert dieser Winkel besser. Jups, nun ist das Bild fertig. Tada! Ich habe die Direktorin abgemalt. So malt man ein Porträt. Siehst du? Los, wer es am besten ausmalen kann. Wenn das so ist, dann brauchen wir etwas Make-up. Hier ist auch ein Täschchen für dich. Also dann, das Make-up liegt bereit und ich kann loslegen. Womit fange ich am besten an? Ah ja, hiermit. Ich bin ein großer Fan von knalligen Farben als Lippenstift. Das Pink ist echt schön. Das gefällt mir gut. Nun etwas Blau. Das kommt auf die Augenlider. Das Blau glitzert so richtig schön. Rouge darf natürlich nicht fehlen. Ich möchte die Wangenknochen schön betonen. Es fehlen noch ein paar bunte Highlights für die Haare. Oh, die Farbe ist perfekt. Ich hätte auch gerne lila Haare. Sie bekommt auch noch ein paar Sommersprossen. Die sind echt süß. Tada! Mein Porträt ist fertig. Mein Porträt ist auch fertig, Frau Direktorin. Wir sind fertig. Du meine Güte, das ist ein ausgefallenes Make-up. Ich will gar nicht hinsehen. Oh, mir gefällt dein Porträt richtig gut. Sehr schön. Tada! Ein weiterer Preis für dich. Diese Palette. Yes, ich liebe neues Make-up. Das muss ich sofort ausprobieren. Hä? Einen Augenblick. Das ist kein Make-up. Das ist weiße Schokolade. Was? Aber was ist mit meinem Porträt? Sie ist zum Küssen schön, oder nicht? Mir gefällt das Bild, egal was die anderen sagen. Ha! Oh mein Gott, du siehst buchstäblich aus wie ein Clown. Was? Oh, ich sehe aus wie ein Clown. Also dann, die nächste Aufgabe wartet auf euch. Eine Eiswaffel, ha? Das schaffe ich. Zeit, meine künstlerischen Fähigkeiten auszupacken. Das Eis und die Eiswaffel sind fertig. Nun wird es verschönert. Perfekt, es ist glücklich und süß. Nun kommt Farbe hinzu. Das wird richtig schnieke aussehen. Mal sehen, ob das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Zuerst kommt Blau. Und dann wird es langsam lila. Ich male um die Augen herum. Oh, nun wird es pink. Genau wie geplant. Perfekt, die Eiscreme sieht zum Anbeißen aus. Soweit, so gut. Nun muss ich die Eiswaffel noch schön anmalen. Gelb als Kontrastfarbe wirkt hier wahre Wunder. Oh, wie zum Geier hat er das gemacht? Das ist mega. Und wie sieht es mit diesem Winkel aus? Ja, perfekt. Mein Bild muss genauso cool werden. Mal sehen. Oh, das ist genau das, was ich brauche. Entschuldigung. Hi, darf ich das kurz haben? Kennen wir uns? Vergiss es. Aber ich brauche es wirklich dringend. What the heck? Das gehört mir. Lass los. Lass los. Oh! Ups, tut mir wirklich leid. Puh, okay, bin wieder da. Ich kann loslegen. Mit diesem Klebeband klebe ich die Eiswaffel fest. Ich brauche noch etwas mehr. Das kommt hierhin. Perfekt. Das Eis liegt fest an und ist gesichert. Frau Direktorin, ich bin mit der Aufgabe fertig. Oh, wirklich? Wie aufregend. Oh, zählt das auch als Kunst? Nein, ich denke eher nicht. Hey, zeig mir mal dein Bild. Oh, okay, das ist schon besser. Sehr süß und bunt. Hier ist dein Preis. Oh, nice, ich bin schon hungrig. Ich liebe Eiscreme. Oh, das ist ganz schön kalt. Warte, what the heck? Hilfe, ich bin eingefroren. Hä? Was ist denn mit dir passiert? Oh, das Eis war wohl ganz schön kalt. Ups, Baum fällt. Autsch, alles in Ordnung?
Mein Koffer ist gepackt und ich bin bereit zu gehen. Mein Strandhut muss noch richtig sitzen. Bon voyage. Bye. Viel Spaß noch. Ich bin dann mal weg. Oh gosh, ich will auch in den Urlaub fliegen. Das wäre cool. Ich könnte am Strand relaxen, in der Sonne chillen und exotische Getränke trinken. Oh, der Wind ist hier viel stärker. Ja. Hey, hey, bist du noch bei Sinnen? War das dein Tagtraum oder was? Ach ja, ein Strandurlaub mit Sandalen und kühlem Wind wäre schön. Oh wow, das bringt mich auf eine tolle Idee für ein Bild. Ich gebe etwas Farbe auf dieses Buttermesser. Dann fahre ich damit so auf dem Bild entlang. Soweit so gut. Gleich wird das noch besser aussehen. Nun kommt etwas grüne Farbe auf dieses Wattestäbchen. Ich male einen Bogen und kleine Zacken darauf. Etwa so. Unten kommt auch etwas grün hin. Sieh dir das an, die perfekten Strandpalmen. Okay, das war's. Mein tropisches Bild ist fertig. Das ist mir echt gut gelungen. Wow, echt schön. Sieht aus wie in meinem Tagtraum. Irgendetwas fehlt da aber noch. Ich habe schon länger nicht mehr mit meinen Fingern gemalt. Fingermalerei ist etwas, das man nie verlernt. Und fertig. Oh hey, die Direktorin kommt von ihrem Urlaub zurück. Dieses tropische Bild haben wir gemeinsam gemalt. Das habt ihr zusammen gemalt? Wie schön. Prösterchen, ihr beide habt diese Runde gewonnen. Yes, ein Hauch von tropischem Urlaub in unseren Händen. Gut gemacht. Du auch. Wasser bitte. Alles für dich, Jake. Er hat also Durst, hä? Huh? Es geht doch nichts über ein großes Glas Wasser. Mach die Klimaanlage an. Es ist stickig hier drin. Hä? Huh? Okay. Machst du mir auch ein Sandwich? Es ist kalt. Schalte die Klimaanlage aus. Niemand kommandiert mich herum. Das wird's ihm zeigen. Hey. Diesmal schütte ich sehr viel rein. Hey, bring mir eine Limo. Hast du nicht einen wichtigen Termin? Huh? Oh, vielen Dank. Du hast mich dran erinnert. Ich muss 5-mal duschen, um das alles abzubekommen. Ich mache nur kurz die Augen zu. Hallo, Mr. Stift. Perfekt. Was geht da wohl in deinem Kopf vor sich? Träume, wie ich sehe. Das bedeutet, es ist Zeit für ein bisschen Spaß. Nicht aufwachen. Oh. Hör auf, dich zu bewegen. Handflächen nach oben? Als ob sie mir ein Geschenk macht. Moment, ich hab's. Nichts ist schöner als der Anblick von Blut, wenn du aufwachst. Ich bin sicher, das wird reichen. Der Kleber verleiht der Wunde eine schöne Struktur. Sieht gut aus. Oh, Pommes. Obwohl... Lass uns die Fake-Wunde noch ein bisschen aufpeppen. Im Ketchup-Style. Das wird sowas von epic. Was? Oh, meine Hand! Guck, was mir passiert ist! Verletzungen sind nicht lustig, Jake!
Cake? Fein, ich bin nicht mehr sauer. Das war ein echt guter Streich, muss ich sagen. Ich denke, alles ist fertig. Ich will, dass die Party perfekt wird. Warte mal, das sieht nicht richtig aus. Also gut. Ich stelle diese Muffins hier hin. Ich bringe das in Ordnung. Wie sieht das aus? Immer noch nicht zufrieden. Hey, Lilly, sieht gut aus. Oh nein, Mickey, setz dich nicht hin. Nein! Oh, das klang gar nicht gut. Warum ist das Sofa so matschig? Oh, ich habe mich auf die Muffins gesetzt. Oh, sie sehen nicht so schlecht aus. Ups, ich bringe es wieder in Ordnung. Wo geht sie hin? Ich sagte doch, ich würde... Wow! Uff, keine Sorge um mich, rette die Muffins. Oh nein, es regnet Muffins. Geht es dir gut, Mickey? Das lief nicht nach Plan. Es tut mir so leid, Lilly. Ich wollte nur helfen. Warum passiert mir das immer? Die Party ist ruiniert. Es war ein Versehen. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich beginne mit diesen Popsicle-Formen. Ich lege die Muffinstücke in die Form. Ein Regenbogeneffekt. Ich stelle sicher, dass sie alle festgedrückt sind. Es sieht gut aus. Ich schiebe ein Eisstäbchen in den Kuchen ein. Und jetzt tauche ich sie in geschmolzene Schokolade. Ich muss die Schokolade nur fest werden lassen. Ich dekoriere sie mit Schokolade. Ich träufle sie einfach darüber. Und verwende verschiedenfarbige Schokolade. Sieht sehr gut aus. Das gleiche mache ich mit weißer Schokolade. Sieh mal, was ich habe. Wow, die sehen lecker aus. So beeindruckend, Mickey. Wow, sie sind köstlich. Ich will mehr. Hey, Penny, schau mal. Was ist? Was ist denn los? Oh, das war meine Lieblingsjeans. Das ist ja so peinlich. Oh, hi. Nö, nicht interessiert. Oh, ich dachte, ich hätte einen Kunden. Niemand kauft meine Schokolade. Hey, hier drüben. Igitt. Jeder liebt Schokolade. Was mache ich denn falsch? Ich werde nie einen Welpen haben. Was kann ich tun? Mein schöner Traum ist jetzt Geschichte. Es war etwas unsanft, aber ich habe es geschafft. Oh, hi, Lilly. Warum bist du so traurig? Kauft niemand deine Schokolade? Ich habe alles versucht. Oh, ich habe eine Idee. Komm mit mir. Wow, ist das sicher? Wohin gehen wir? Wir gehen zu diesem Schloss. Willkommen in meiner Küche. Wow, so viele Süßigkeiten. Das ist echt cool. Wir machen jetzt leckere Schokolade und all deine Probleme werden gelöst. Erstens brauchen wir diese Form. Ich male ein Schokoladenherz in die Form. Oh, es ist so süß. Ich male noch mehr und verwende verschiedene Farben. Es sieht so gut aus. Jetzt können wir sie abdecken. Diese lila Schokolade ist so lebhaft. Ich fülle die Form vollständig aus. Nun warten wir, bis es fest wird. Dann können wir sie aus der Form nehmen. Und sie ist fertig. Sie ist so schön. Wie findest du das? Wow, danke sehr. Die sieht sehr toll aus. Verkaufe sie jetzt. Das wird auf jeden Fall helfen. Mein Geschäft ist geöffnet. Ich war zuerst hier. Es gibt genug für alle. Das hat gut geklappt. Wow, sieh dir das an. Jetzt kann ich mir einen Welpen zulegen. Und das ist alles meiner guten Fee zu verdanken. Du bist so süß und flauschig. Mann, ist das langweilig. Einen Augenblick. Es war einmal eine Prinzessin. Hey, wie wär's mit etwas Ablenkung? Klar, Poppet. Oh, wow, ich liebe Poppet-Kaugummi. Okay, dann mal los. So süß. Ja, mach eine Blase. Die größte Blase, die ich jemals gesehen habe. Das ist bestimmt ein neuer Weltrekord.
Cool, Poppets. So toll war der Unterricht noch nie. Sie lebten glücklich bis zum Ende ihrer Tage. Welche überraschende Wendung. Er hat nichts bemerkt. Bald ist Abschlussball. Ich bin ja so nervös. Nur noch der letzte Schliff an meinem Outfit. So sehe ich wie ein Fruchtkorb aus. Die passen nicht. Die sehen ja aus wie die Vorhänge meiner Oma. Abgelehnt. So ein Desaster. Ich finde niemals die passenden Ohrringe. Was mache ich denn jetzt? Bello? Was hast du mit meinem Poppet angestellt? Das bringt mich auf eine Idee. Ich schneide ein Stück Poppet heraus und steche Draht hindurch. Das gleiche mache ich nochmal. Poppet-Ohrringe. Die sehen toll aus. Damit werde ich die Abschlusskönigin. Oh, Bello. Dich würde ich am liebsten zum Ball mitnehmen. Aber dein Mundgeruch würde all die Gäste abschrecken. Egit. Okay, ich bin dann mal weg. Nein, ich will 6 Donuts mit pinken Streuseln und blauem Zuckerguss. Ich möchte Johnny im Zellenblock B besuchen. Hast du verbotene Gegenstände dabei? Nein, nur meine Tasche. Bring mir die Tasche, die muss ich überprüfen. Die Farbe der Tasche gefällt mir gut. Ich meine, dann wollen wir mal sehen. Poppets? Unmöglich. Lies das Schild. Poppets verboten. Entschuldigung, können Sie nicht eine Ausnahme machen? Raus mit Ihnen. Was mache ich denn jetzt? Meine Haarspangen. Das bringt mich auf eine Idee. Nimm meine Haarspange und füge Kleber hinzu. Befestige das Poppet an der Spange. Das perfekte Versteck. Hey, bin wieder da. Nun, geh endlich an. Oh, du bist es. Hast du wieder Poppets dabei? Keine Poppets, versprochen. Okay, du darfst weiter. Die letzte Zelle links. Oh, vielen Dank. Psst. Was? Komm her, ich habe etwas für dich. Hoffentlich etwas Nützliches, mit dem ich aus dieser Zelle ausbrechen kann. Noch besser. Schau mal. Eine Haarspange? Das ist keine gewöhnliche Haarspange. Wofür ist die gut? Drück drauf. Oh. Oh. Ein Poppet. Toll. Damit wird die Zeit wie im Flug vergehen. Mein Zellengenosse wird ganz neidisch sein. Danke. Kein Problem. Oh, das hätte ich fast vergessen. Noch ein Poppet? Klasse. Ich gehe da mal. 2 Poppets für mich allein. Juhu. Oh, auf ein leckeres Ei will niemand verzichten, vor allem nicht zum Frühstück. Okay, macht mir ein paar Eier. Eier? Wirklich? Ugh, das klingt gar nicht lustig. Na, lass uns erstmal nachgucken, was hier drunter ist. Echt jetzt? 1, 2, 3, 4, 5? Okay, ich hab's. Und weg ist sie. Was mache ich mit dieser Challenge? Oh, ich habe eine Idee. Allerdings brauche ich ein paar Zutaten. Hallo? Ja, eine Lieferung. So schnell es geht, bitte. Oh, da ist sie ja schon. Schön, dass es so schnell ging. Okay, ich habe meine Eier. Die muss ich aufschlagen. Und das Eigelb vom Eiweiß trennen. Jetzt gieße ich das Eiweiß in meine kleine Vorrichtung. Und gebe ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe dazu. Das rühre ich mit einem Holzstäbchen um. Fertig. Was für ein schöner Blauton. Dann kommt dieses kleine Ding da rein und der Deckel oben drauf. Der muss für den nächsten Schritt richtig zu sein. Denn das ganze Teil kommt jetzt in einen Topf mit Wasser. Das Wasser muss kochen, damit das Eiweiß gar wird. Natürlich ist es nicht mehr weiß, weil ich es ja eingefärbt habe. Machen wir eins auf und gucken, wie es geworden ist. Wow, schau dir das an. So blau. Und das Herz hat seine Form behalten. Jetzt kann ich das Eigelb dazu gießen. Aber auch das Eigelb muss gegart werden. Also ab, zurück in den Topf damit. Das sollte reichen. Holen wir sie raus. Los geht's. Super, sie sind perfekt geworden. Ich hole sie alle raus und lege sie auf den Teller. So viele Farben und Formen. Das ist toll. Das sind definitiv Regenbogeneier, genau wie sie wollte. Wow, die sehen toll aus. Augenblick mal. Hä? Huh? Komm schon, du dummer Vogel. Hey, guck dir den Vogel an. Wir sollten Regenbogeneier machen und kein Vogel? Hä? Huh? Eier? Oh, das Memo habe ich nicht bekommen. Egal, ich habe jetzt diesen lustigen Vogel. Okay,
Was kommt als nächstes? Nudeln. Jeder liebt Nudeln, stimmt's? Aber natürlich möchte ich sie schön bunt. Regenbogennudeln bitte. Hä? Regenbogennudeln? Ich weiß nicht, wie man die macht. Was? Du hast keine Idee? Ich nämlich auch nicht. Wow, das kam aus dem Nichts. Mal sehen, was drunter ist. Hä? Hey, hier ist nichts. Das ist leer. Ach, mein kleiner Sonnenschein. Schau auf den Teller. Oh, der Teller, natürlich. Ich wusste, dass da das Zeug drauf ist. Scheinbar haben wir Instant-Nudeln bekommen. Und die Farben. Hey, gib mir das. Okay, ich habe eine Schüssel mit Wasser. Da mache ich die rote Farbe rein. So, das war's. Das sollte genug rot sein. Und jetzt wird's Zeit für die Rahmennudeln. Ich muss noch alles umrühren, um die Nudeln aufzulockern und die Farbe unterzumischen. Schau dir das an. Die Nudeln sind ganz rot geworden. Und jetzt sind sie auf dem Teller bei den anderen Farben. Sie riechen auch gut. Findest du nicht auch? Was ist das für ein leckeres Aroma? Oh, fantastisch. Hey, iss die Nudeln nicht einfach mit den Fingern. Warte kurz, ich hole schnell Besteck. Oh, Nutella, sehr gut. Was ist das da? Warum hast du mir das Herz gebrochen? Ich wollte das nicht. Wow, sie ist ein kleiner Wirbelwind. Macht mich ganz schön fertig. Sie braucht ja ewig. Wie lange soll ich denn noch warten? Nein, iss die Nudel nicht mit den Fingern. Bla, bla. Das war's. Die Nudeln gehören jetzt mir. Hey, stopp. Sie isst die Nudeln einfach auf. Oh nein, da kommt sie. Die nehme ich mit und bin weg. Ich habe Gabeln gefunden. Hä? Wo sind die Nudeln hin? Sie glaubt, sie kann sich vor mir verstecken, was? Ich muss nur dieser Nudel folgen. Hä? Oh, du hast mich gefunden. Unfassbar, dass du die ganzen Nudeln aufgegessen hast, während ich kurz weg war. Naja, nicht alle. Ich habe dir noch was übrig gelassen. Mal sehen. Hier ist meine Wolke. Boom. Das ist eure nächste Challenge. Regenbogenwolken. Total lecker, oder? Dann fang gleich an. Was? Regenbogenwolken? Wolken kann man doch gar nicht essen. Da muss ich ganz schön nachdenken, um auf eine Idee zu kommen. Stopp. Kein Wunder, dass ich nicht denken kann. Okay, erzähl mir deine Idee. Du wirst sie lieben. Schau mal, wir können diese kleine Wolkenlampe nutzen. Was? Auf keinen Fall. Die ist schrecklich. Okay, was ist deine Idee? Ganz einfach. Wir suchen uns eine Wolke, fangen sie und ziehen sie zu uns runter. Ich glaube, das könnte klappen. Also gut, diese Idee hat gewonnen. Ja, ich denke, dass ich das auf jeden Fall hinkriege. Muss nur noch den passenden Anzug anziehen. Helm ist aufgesetzt und ich bin bereit, eine Wolke zu fangen. Bis später. Tschüss. Und was mache ich jetzt? Ich muss mir was ausdenken. Ich hoffe, mein Gehirn lässt sich was einfallen, das ich machen kann. Wow, warum ist es hier so dunkel und leer? Ich habe Hunger. Oh, hey, da ist ja was zum Essen. Ich liebe Waffelsandwiches. Oh, das riecht so gut. Ach ja, das war nur in meinem Kopf. Aber warte mal, ich weiß, was ich mache. Ich gieße ein bisschen Teig in jede Schüssel. Das wird lecker. Das weiß ich jetzt schon. Aber ich brauche auch noch Farbe. Darum geht's ja hier. Rot kommt in diese Schüssel und dann schön umrühren. Ich mache auch blau, gelb und lila. Schon fertig. Der Teig ist bunt und bereit für den nächsten Schritt. Ich schöpfe einfach was von dem Teig ins Waffeleisen. Aber nicht zu viel. Ich will ja eine Regenbogenwaffel machen. Da müssen also auch noch die anderen Farben rein. Fertig. Und jetzt lassen wir die Waffel backen. Tada! Meine Regenbogenwaffel ist fertig. Und jetzt noch Schlagsahne. Ich habe kleine Wolken auf meinen Regenbogen gemacht. Streusel müssen auch drauf. So viele lustige Farben auf dem Teller. Das gefällt mir. Okay, das sollte jetzt reichen. Ich bin fertig. Juhu! Wow, ich glaube, das ist das Beste, was ich je gemacht habe. Oh, du bist schon zurück von der Wolkenjagd. Wie lief's denn? Super, schau dir meine Wolke an. Hey, wo ist sie hin? Mist. Wow, hast du die Regenbogenwaffel selbst gemacht? Gib schon her. Kaum zu glauben, dass du die ohne mich gemacht hast. Schmeckt aber gut. Warte, die ist eigentlich für... Naja, du kannst sie haben. Gute Arbeit, alle beide. Hey, was kann ich für dich tun? Mir gefällt das nicht mehr. Ich kann das ändern. Wirklich? Streck deine Hand aus. So geht's. Sie gehen sofort ab. Wow, sie sind alle weg. Vielen Dank dafür. Hey, wie war's mit Trinkgeld? Die Blasen machen so viel Spaß. Oh, diesmal habe ich eine Menge gemacht. Hey, das bringt mich auf eine geniale Idee. Dafür brauche ich eine Menge Bonbons. Und jetzt noch etwas heiße Luft. Los geht's. Jetzt werden Bonbons geschmolzen. Oh, sie schmelzen zu Pfützen. Jetzt habe ich eine bunte Bonbonpfütze. Auf zum nächsten Schritt.
Ich stecke meinen Strohhalm in die geschmolzenen Bonbons. Genau so. Und jetzt wird geblasen. Ach du meine Güte. Wow, ich mache noch ein paar. Kleine Bonbonblasen. Hey, darf ich es auch probieren? Danke. Oh, ich könnte den ganzen Tag mit Poppen verbringen. Hey, was gibt's? Oh, du hast Schokolade. Willst du tauschen? Nein, die Skittles. Mist, sie sind überall verstreut. Hä? Ein paar sind in meinem Poppet gelandet. Denkst du, was ich denke? Los geht's. Ein Skittle in jede Mulde. Und jetzt die geschmolzene Schokolade drüber. Die füllt die Reihen perfekt aus. Jede Reihe. Von Anfang bis Ende. Und dann ab ins Gefrierfach damit für eine Weile. Jetzt poppt es sofort raus. Schau, wir haben Bonbons mit Schokolade kombiniert. Hier, du kannst das haben. Danke. Das ist echt gut. Wir sind so clever. Okay, Zeit für einen Snack. Hey, willst du eine Limo? Oh wow, danke. Die wird lecker schmecken. Das war clever von dir, die mitzubringen. Oh nein, das soll wohl ein Witz sein. Toll, wie soll ich sie jetzt trinken? Schätze, ich kann sie nur noch anstarren. Warte, ich glaube, das könnte klappen. Komm, Schere. Mist, das hat nicht geklappt. Zurück zum Anstarren. Okay, neue Idee. Heckenschere. Ja, nein, versuch das lieber nicht. Ich würde nie dazu kommen, sie zu trinken. Hey, was los? Oh, ich sehe schon. Gib mal her, ich krieg das hin. Alles, was du brauchst, ist ein Metallstrohhalm. Reib damit einfach hier rum. Wirklich? Wie soll das denn gehen? Voila, siehst du? Sie ist sofort rausgesprungen. Fantastisch, danke dir. Cheers. Ach, ich habe so große Lust auf Brot. Zeit für einen Toast. Während es toastet, schneide ich Butter. Oh, naja. Sind sie fertig? Die sind gut durchgetoastet. Oh, jetzt kommt die Butter drauf. Ich liebe viel Butter. Wieso löst sie sich nicht vom Messer? Hallo? Hör auf zu kleben, okay? Oh, das ist unmöglich. Runter mit dir. Ruhig bleiben. Jetzt geht es dir an den Kragen. Dann mal los. Emma? Was ist denn hier los? Jetzt kommt die harte Tour. Und Netz. Okay. Wow, beeindruckend. Sie sind immer noch dran. Nochmal. Noch ein Apfel? Wow. Voll cool. Probier's mit einer Kiwi und Orange. Hat hier jemand Obstsalat bestellt? Wir haben nämlich frisch gemachten Obstsalat für euch. Ah! Eine noch. Hiya! Echt jetzt? Was hat die Butter für ein Problem? Ich habe eine Idee. Wickel die Klinge in Wachspapier ein und die Butter wird nicht mehr festkleben. So kann man die Stücke sofort benutzen. Stelle sie am besten in einen Behälter. Leg sie auf eine Toastscheibe und verteile die Butter. Guten Appetit! Und dann gebt ihr Mehl hinzu. Gibt es noch Fragen? Seid ihr noch wach? Ja, Sir. Okay, passt gut auf. Seht ihr die? Eure Aufgabe ist es, Sandwiches zuzubereiten. Na los, fangt an. Okay, dann mal los. Halt, was muss ich machen? Ich befolge keine Rezepte. Ich benutze einfach das, was mir gefällt. Hey,
Schummeln ist nicht erlaubt. Langweiler. Ich kann bestimmt abschauen. Oh nein, sein Glas. Ich fange es. Ja, hat das jemand gesehen? Ich behalte das Glas einfach. Und vielleicht benutze ich es sogar. Zuerst staple ich die Zutaten übereinander. Und steche sie mit dem Glas aus. Nun kommt der lustige Teil. Tunke es in Ei und Mehl. Noch mehr Mehl. Noch mehr. Und jetzt wird es frittiert. Schaut mal, wie das blubbert. Aufschneiden und das Fleisch mit dem Käse genießen. Einen Tipp gibt es dazu auch. Hey, Herr Lehrer, ich bin fertig. Und die Zeit ist um. Was in Himmelsnamen ist das? Bellissimo, fantastisch. Naja, ich bin eben eine gute Köchin. Bist du noch nicht fertig, Mia? Was? Was? Das nächste Mal kriegst du auch einen. Steht das auch im Rezeptbuch? Interessant. Emma? Hey, sieh mal her. Der ultimative Naschvorrat. Nein, das oder das. Ich denke, wir haben den ganzen Tag Zeit. Marshmallows. Schokolade. Es ist gleich Zeit für das Abendessen. Was hast du da? Ach, gar nichts. Wirklich. Ein Poppet? Das geht nicht. Schau. Gib's her. Das ist unfair. Du kriegst es nach dem Unterricht wieder. Hallo. Hallo. Ich hoffe, du hast keine blöden Poppets dabei. Ich habe nur meinen Block dabei. Der Block sieht seltsam aus. Öffne den Block. Okay. Zufrieden? Nichts außer blöde Gleichungen. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber eins noch. Gleichungen sind nicht blöd, hörst du? Verstanden. Danke. Juhu! Freust du dich auf den Matheunterricht? Nein, ich freue mich darauf. Auf den Block? Sieh genau hin. Dahinter verbirgt sich nämlich ein Poppet. Ganz schön cool, was? Verdammt cool. Ich will auch so einen. Wie hast du es geschafft? Okay, ich verrate es dir. Du brauchst Kartonpapier. Leg das Poppet drauf und zeichne die Form nach. Dann schneide den Kreis aus. Dasselbe machst du mit normalem Papier. Leg das Papier auf das Kartonstück, dann kommt das Poppet und noch ein Kartonstück drauf. Alles aneinander befestigen und schon ist der Block für langweilige Stunden fertig. Sag das aber nicht der Lehrerin. Hier, probier mal. Darf ich? Danke, das ist so viel besser als Mathe. Das kannst du laut sagen. Nur noch ein bisschen. Gleich knacke ich den Highscore. Komm schon, gleich habe ich ihn. Mann, das war unfair. So ein Verhalten wird in diesem Haus nicht geduldet, junger Mann. Benimm dich, verstanden? Ja, Mama. Das sollte mich beruhigen können. Das ist so beruhigend. Okay, bereit für die nächste Runde. Ich bin schon viel konzentrierter. Was? Nicht schon wieder? Das reicht. Was habe ich dir gesagt? Genug ist genug. Ups. Was hast du nur angerichtet? Ich habe eine Idee. Mein Poppet. Die kommt auch mit. Jetzt kann es losgehen. Schneid das Poppet in Streifen. Nimm eine Tastatur und entferne alle Tasten. Füg jetzt die Poppet-Teile hinzu. Was ist das? Versuch's mal. Die Tastatur wird nicht so schnell kaputt gehen. Okay. Oh, das ist spitze. Danke, Mama. Der Highscore gehört mir. Jetzt kann ich in Ruhe weiterlesen. Riecht das lecker. Das ist fertig. Ein perfekt gekochtes Spiegelei. Ich liebe Poppets. Fang an zu essen.
Mach ich gleich. Ich habe den ganzen Morgen mit Kochen verbracht. Nun ist schon. Her damit. Mein Poppet ist ein Spiegelei. Von wegen Spiegelei essen. Ich habe hier etwas viel Besseres. Das darf doch nicht wahr sein. Meine Poppröhre macht so viel Spaß. Gib das her. Sonst noch was? Na gut. Wo versteckst du denn das alles? Iss endlich dein Spiegelei. Iss endlich dein Spiegelei. Das erinnert mich an ein Poppet. Nimm Papier und schneid daraus zwei Spiegeleiformen. Als nächstes brauchst du gelbe Knete. Die Knete kommt um einen Tischtennisball, damit es wie Eigelb aussieht. Etwa so. Leg das Eigelb auf die Papierform. Fahr mit dem Kleber am Papierrand entlang. Jetzt legst du die andere Papierform darüber. Und fertig ist das gebastelte Spiegelei. Gut, Mama ist beschäftigt. Jetzt kann ich sie austauschen. Haha, genau wie ein Poppet. Wie schmeckt's dir, Liebling? Einfach fantastisch. Ha, der war gut. Ess jetzt auf. Das beste Essen aller Zeiten. Die Sendung fängt gleich an. Schalt ihn ein. Oh, ich liebe sie sehr. Sie ist das beste Regenbogen-Einhorn aller Zeiten. Also gut, meine kleinen Stallfreunde. Seid ihr bereit, mit dem Kochen anzufangen? Werden die Farbe Pink verwenden. Zeigt mal, was ihr alles habt. Gut, dass wir im ganzen Haus nach pinkem Essen gesucht haben und fündig geworden sind. Das sieht toll aus. Die nächste Farbe, die wir brauchen, ist Blau. Habt ihr denn blaues Essen, das wir nutzen können? Yes, ich wusste, dass sie heute Blau nehmen wird. Ich bin mit blauen Snacks bestens vorbereitet. Ich auch. Sehr gut. Sehr gut, okay, welche Farbe kommt als nächste? Wie wär's mit Orange? Was habt ihr alles in Orange? Wir haben jede Menge oranges Zeug, Snacks und Getränke. Wir haben uns sehr bemüht, alles zusammenzutragen. Bravo, das ist eine schöne Sammlung von Regenbogenessen. Und jetzt werdet ihr das schönste aller Regenbogenessen zubereiten. Hä? Was passiert mit unseren Snacks? Und mit uns? Oh weia, wo sind wir? Und guck uns an! Oh, das gibt's doch nicht! Wir sind im Fernsehen mit unserem Lieblingseinhorn! Hallo ihr zwei, ich hoffe, ihr seid bereit für meine Challenge. Ach herrje, ich liebe Donuts über alles. Aber bunte Donuts sind viel besser. Findet ihr nicht auch? Oh ja, ich glaube, das wird unsere erste Challenge. Ich weiß, was zu tun ist. Warte einfach. Was? Du nimmst mir immer alles weg. Oh wow, du rührst ja schon den Teig an. Ja, ich weiß. Das ist nur, weil ich gut im Backen bin. Jetzt gieße ich den Teig einfach in dieses Glas. Das dürfte reichen. Jetzt fehlt nur noch die Farbe. Wir fangen mit Blau an. Dann nehme ich den aus dem Glas. Und quetsche den Beutel, damit alles durchgemischt wird. Gut, und jetzt zur Donutform. Ich drücke einfach verschiedene Farben in die Form. Die werden bestimmt hübsch aussehen, das weiß ich. Ich habe genug Teig gemacht, um alle Formen zu füllen. Ich muss nur noch in die letzte gelb machen. Sie sehen toll aus. Schieben wir sie gleich in den Ofen. Ich muss mein eigenes Ding machen. Gut, dass ich Material dafür habe. Ich muss nichts Neues zubereiten. Ist doch langweilig und dauert. Ich habe ja schon kleine Donuts, die muss ich nur noch anmalen. So süß und auch hübsch. Ich weiß gar nicht, welche Farbe mir am besten gefällt. Streusel müssen auch noch drauf. Papierschnipsel sollten aber reichen. Ich kann es nicht fassen, wie süß die sind. Ich weine gleich. Ich muss einen probieren. Komm her, Greenie. Au! Fertig. Sie haben lang genug gebacken. Mmh, sie riechen wirklich gut. Und sie sehen schön bunt aus. Okay, aber ohne Dekoration sind es keine Donuts. Ich nehme einen raus und tauche ihn in die Glasur. Und dann geht es weiter zu den Streuseln. Wow, die sehen so süß aus. Meine kleinen Regenbogen-Donuts. Boah, ich hasse meine Donuts. Sie tun meinem Zahn weh. Oh wow, deine Donuts sehen fantastisch aus. Du bist verhaftet wegen unerlaubten Betretens. Warte. Riechst du das auch? Ja, das riecht gut. Warte, sie ist weg. Dann kann ich jetzt verschwinden. Irgendwo von hier kommt es. Der Geruch kommt von diesem Tisch. Ups, ich glaube, ich verstecke mich mal kurz. Einer von euch hat doch was angestellt, oder? Na gut, ich gestehe,
Ich war es, die die Schatzkammer ausgeraubt hat. Ich schätze, sie nehmen mich auch gleich mit. Was zur? Sie hatte das ganze Gold und Geld einfach so in ihren Taschen? Wer auch immer diese Donuts gemacht hat, ist ein Genie. Oh mein Gott, die sind so gut. Die besten Donuts, die ich je hatte. Hey, was hast du da alles? das ist nichts. Ich räume das mal schnell weg. Naja, wenn du das sagst. So leckere Donuts. Ja, und ich bleib noch ein bisschen in Deckung. Huch, das war aber ganz schön knapp. Yo, zieh dir das mal rein. Hey, ist das Ellie? Woher hat sie nur dieses Outfit aus Poppets? Gefällt's euch? Es ist ein Unikat. Bleib dran, um mehr darüber zu erfahren, was du damit machen kannst. Ja, so langsam wird's was. Und fertig. Oh, ich habe aber so eine Sauerei gemacht. Wo kann ich das Ding abstellen? Hier nicht. Hier wird's erst einmal gehen. Hoffe, das geht wieder ab. Oh, wunderschöne Arbeit. So tolle Details. Aber vielleicht braucht es mehr Farbe. Ja, genau so. Hast du dich gerade auf den Stuhl gesetzt? Dafür ist er da, Dummerchen. Oh nein, was macht das denn da? Dieser Rock ist neu. Ich hätte sie warnen sollen. Und jetzt brauche ich eine neue Palette. Warte, schau dir das an. Das könnte durchaus funktionieren. Problem gelöst. Das ist beeindruckend, Matt. Mein Poppet. So bleibt alles sauber, siehst du? Und fertig. Ich muss mich beeilen, wenn ich es noch ins Kino schaffen will. Diese Seife riecht wirklich gut. Aber sie ist so schlüpfrig. Komm schon. Schau dir das Ding an. Das Regal. Ein Fehler. Wo will sie hin? Ist das Seife? Was war das? Oh. Ah. Was um alles in der Welt? Kommt ihr aus dem Badezimmer? Was ist dein Problem, Ellie? Mein Fehler. Vielen Dank. Warte, ich weiß, wie man es besser machen kann. Danke. Hey, vertrau mir. Drücke zuerst alle Kreise nach unten. Sobald das erledigt ist, schmelze die Seife, bis sie flüssig ist. Gieße sie dann auf das Poppet. Fülle alles aus. Und nach etwa einer Stunde wird sie ausgehärtet sein. Jetzt kann ich sie besser festhalten. Cool, oder? Matt, fang! Was hast du gemacht? Ich habe der Seife Griff gegeben. Sie rutscht jetzt nicht mehr aus den Händen. Lass mich mal anfassen. Ha, das gefällt mir. Ah. Das Wichtigste zuerst. Wie konnte das nur so dreckig werden? Und die Hälfte der Knöpfe sind abgenutzt. Ah, ich kann das Ding nicht mehr benutzen. Ah. Doktor! Hast du wieder eins abgenutzt? Schuldig im Sinne der Anklage. Warum benutzt du das nicht? Mach die Dinge interessanter. So gruselig aus. Sie müssen mir helfen. Ich habe etwas für dich. Willst du die knallen lassen? Das haben wir zu meiner Zeit benutzt. Du wirst es lieben. Leg sie so hin und nimm deine Lieblingsfarben, um die Punkte farblich zu kodieren. Sieht nach Spaß aus, oder? Ich bin gespannt. Ich kann es ja mal versuchen. Lass es krachen. Das fühlt sich toll an. Das war ein fließender Übergang. Klingt ein bisschen müde. Und wieder beißt eins ins Gras.
Danke, Doktor. Schau dir diesen unglaublichen Ort an. Du meine Güte, was sind das für Piktogramme? Ich muss sie unbedingt anfassen. Irgendwas passiert hier. Ich glaube, wir verschwinden hier lieber. Wow, was ist passiert? Wie sind wir hier gelandet? Schau dir all diese Kunstsachen an. Hey, was ist das? Sieht aus wie ein Yeti-Monster-Künstler. Oh, hi. Ich glaube, er will, dass wir Kunst machen. Oh, eine Challenge. Ja klar, wir sind dabei. Oh, der Yeti hat die erste Challenge für uns. Sieht aus wie ein Fisch. Okay, ich glaube, das kriege ich hin. Aber wo soll ich anfangen? Ich weiß, nur eine geschwungene Linie und dann noch die Details. Nur nicht die Schuppen vom Fisch vergessen. Weiter zu Fisch Nummer 2. Er hat Streifen wie ein Tigerhai. Und jetzt zum letzten Fisch. Er ist getarnt, um sich im Seegras zu verstecken. Das Ausmalen macht am meisten Spaß. Was macht er denn da drüben? Ah, ich muss nur noch mal nachschauen. Oh nein, die Zeit ist um. Ich brauche nur noch ein bisschen mehr. Oh, er friert mich ein. Wow. Hätte sie mal lieber auf den Yeti gehört. Ich bin mit meinem Bild fertig geworden. Ich habe 3 Fische gezeichnet und sie ausgemalt. Oh, er hat einen Fisch erscheinen lassen. Das ist sogar ein echter Fisch. Was soll ich damit machen? Den werde ich definitiv nicht essen. Oh hey, er hat ihn in Sushi verwandelt. So kann ich ihn auf jeden Fall essen. Es gibt sogar Stäbchen und alles. Zeit reinzuhauen. Oh, so frisch und lecker. Oh ja, Naomi ist ja immer noch eingefroren. Was ist mit ihr? Oh, endlich. Mir ist schon richtig kalt geworden. Hey, nimm dir ruhig was von meinem Sushi. Danke, Thomas. Sehr, sehr gerne. Was wir wohl als nächstes zeichnen müssen? Oh, eine Blume. Also gut, fangen wir an. Hm, diese Blume ist schwieriger als der Fisch. Vielleicht mit einer dieser Farben? Aber sie ist so rosa und hübsch. Ich hab's! Das ist die Lösung! Direkt in die Farbe. Schwarz. Und jetzt kann ich die ganze Schönheit dieser Blume einfangen. Keine Ahnung, was er da macht, aber es ist seltsam. Diese Blume kann ich aber auf jeden Fall zeichnen. Ich male einfach ein Blütenblatt nach dem anderen. Und jetzt zu den Innenlagen. Das wird richtig gut! Fertig! Viel einfacher als der Fisch. Oh, die Zeit ist um. Und hier mein Blumenbild. Es drückt alle Gefühle aus, die ich bekomme, wenn ich sie ansehe. Und hier ist meine Blume, Yeti. Im Ernst? Yeti mag meine lieber. Diese Blume ist so schön. Zeit, um reinzubeißen. Ich kann kaum erwarten, was als nächstes kommt. Echt jetzt? Ein lecker aussehender Burger? Oh Mann, das wird echt schwer. Ich muss aufpassen, dass der Maßstab stimmt. Ah, das haut nicht hin. Aber vielleicht wird das Lineal helfen. Okay, ich habe die Maße. Und mit welchem Material soll ich anfangen? Ich muss die richtige Entscheidung treffen. Ah, mir läuft die Zeit davon. Dann wird's halt der Buntstift. Ach, die eindeutig beste Wahl ist Kreide. Ich habe das Brötchen und jetzt kommen Ketchup, Salat und Senf. Das Burger-Patty nicht vergessen und die andere Brötchenhälfte auch nicht. Wow, das ist toll geworden.
Oh nein, ich wünschte, wir hätten mehr Zeit. Weiter als so bin ich nicht gekommen. Yeti, guck mal meins an. Was sagst du? Yes, ich glaube, er mag's. Wow. Aber Moment, der Burger ist in Eis eingeschlossen. Wie soll ich denn einen Eiswürfelburger essen? Dein Burger ist ein Eisblock. Was er wohl jetzt für uns hat? Ja, eine Pizza, natürlich. Die sollte viel einfacher sein. Ich brauche ein gutes Referenzbild. Das hier ist perfekt. Ich zeichne die Form nach. Okay, ich zeichne die Pizza mit diesem Marker. Ich glaube, ich hab's. Es geht los. P-I-Z-Z-A. Hm, ich glaube, da fehlt noch was. Ah, und wenn ich es so mache? Ich verbinde die Buchstaben einfach hier und hier. Jetzt nur noch der Belag und dann ausmalen. Hoffentlich gewinne ich diesmal. Ich habe Hunger. Jetzt noch den Käse gelb ausmalen. Und Peperoni drauf. Oh, die Zeit ist um. Der Yeti wählt aus. Oh nein, ich habe doch eben erst angefangen. Naja, hier ist meine, aber sie ist noch nicht ganz fertig. Hier ist meine, Yeti. Ich hoffe, sie gefällt dir. Yes, ich habe die Runde gewonnen. Und das ist meine Pizza. Wow, die ist ja riesig. Dann wollen wir das Ganze mal zusammenklappen. Wow, die sieht so gut aus. Und los geht's. Wow, Thomas, das ist ziemlich beeindruckend. Und hier kommt die nächste Challenge. Ein perfekter pinker Donut. Diese Runde ist mir sicher. Nein, das war schlecht. Ich fange nochmal von vorne an. Oh, Kreise sind so schwer zu zeichnen. Ich benutze den Farbtopf für den Kreis. Okay, das ist die Größe. Auf keinen Fall. Viel zu klein. Moment, ich weiß, was ich mache. Ich ziehe meine Faust nach. Was habe ich mir dabei gedacht? Das ist doch kein Kreis. Hey, aber mein Kopf ist rund. Das klappt auf jeden Fall. Wow, ich nehme einfach das karierte Papier. Quadrate können wie Kreise aussehen, wenn du die Winkel gut hinbekommst. Brauntöne für den Donut und jetzt die pinke Glasur. Ich nutze mehr als einen Farbton für zusätzliche Tiefe. Aber da müssen noch Streusel drauf. Fertig, das sieht toll aus. Oh, er sagt uns, die Zeit ist um. Ah, immerhin ein Kreis, oder? So in etwa. Yeti, hier ist mein Donut. Yes, es gefällt ihm, ich wusste es. Wow, ich habe einen Donut bekommen. Der riecht so frisch und schmeckt fantastisch. Vielleicht hätte ich den Kopf von jemand anderem nehmen sollen. Komm, beeil dich. Ich will nach Hause zu meiner Mama. Das geht jetzt nicht. Bereit? Wow, Schokolade. Mir nach. Achte auf die Stufen. Wow! Psst, alles okay? Sie hat gesagt, ich soll ihr nachgehen. Whee! Zum Glück bin ich nicht auf meinem Kopf gelandet. Halb so wild. Zeit für Schokolade. Huh? Die ist nicht echt? Dein Ernst? Das ist nur ein Bild. Warte, sie ist echt. Was ist passiert? Wo sind wir? Schau, so viele Pinsel. Bist du bereit zum Malen? Die erste Challenge. Was das wohl ist? Oh, so ein süßer Hund. Darf ich ihn behalten? Okay, Konzentration. Hm, Künstler machen das immer. Wofür das gut sein soll, weiß ich nicht. Der Hund ist echt klein. Hey, jetzt weiß ich's. Hä? Wofür macht man das?
Ach so, ich verstehe. Ich zeichne meine Hand nach. Was machst du denn? So war das nicht gemeint. Ich lege meine Hand so auf das Papier und zeichne sie nach. Nun mache ich einen Hund daraus. Fell, süße Kulleraugen und eine Schnauze. Jetzt noch ausmalen. Sieht schon besser aus. Du kannst auch andere Farben nehmen. Fertig, ist er nicht süß? Das hat Spaß gemacht. Ich nenne ihn Lucky. Hey, das ist echt gut. Meins sieht etwas anders aus. Der Versuch zählt. Wer hat gewonnen? Juhu! Schau, da passiert etwas. Kekse, lecker! Die sehen aus wie Hundeknochen. Passend zur Challenge. Wie die wohl schmecken? Moment mal. Kekse? Hundeknochen? Der Hund? Halt! Die sind nicht für dich. Die schmecken gut. Kann ich das Rezept haben? Oh, das wird dir auf den Magen schlagen. Was ist? Die Kekse sind für den Hund. Igitt! Wieso sagst du mir das jetzt erst? Ich hab's versucht. Hey, komm her. Wir haben Leckerlis für dich. Oh, so ein braver Junge. Hier kommt dein Leckerli. Das Posieren hat dich bestimmt hungrig gemacht. So ein cleverer Hund. Hier, der ist für dich. Toll! Ein Einhorn? Könnte knifflig werden. Ich versuch's mal mit den Stiften. Eine große Auswahl. Was nehme ich nur? Pinsel oder Stifte? Stifte! Damit wird das Malen leichter. Dann mal los. Ups, bin ausgerutscht. Entschuldige. Von wegen. Na warte. Du bist so kindisch. Ich wollte doch nur helfen. Ach ja, ich helfe dir auch. Hör auf damit. Nimm das. Hier fehlt noch Farbe. Hier fehlt noch Blau. Grrr, mir reicht. Nimm das. Schluss jetzt. Auszeit. Die Klügere gibt nach. Hier, neues Papier. Okay, ich will dich aber nicht anschauen. Endlich kann ich in Ruhe malen. Und los. U-N-I-C-O-R-N. Die Buchstaben verbinden. Jetzt kommt der Kopf. Und die Beine dazu. Dann male ich es aus. In Pink wird es gut aussehen. Der Sieg ist mein. Sieht fast wie echt aus. Jetzt noch der Schwanz. Fertig. Das war leicht. Tada! Oh nein. So sieht mein Bild aus. Echt gut. Wahre Kunst. Ich kann mir schon denken, wer gewinnt. Wusste ich's doch. Juhu! Gibt es einen Preis? Hoffentlich ein echtes Einhorn. Das ist auch gut. Nein, der ist zu klein. Wo ist... Ah, das sieht lecker aus. Wenn ich ein kleines Stück probiere, merkt sie nichts. Genau meine Größe. Achtung, gleich gibt es eine Sauerei. Dein Ernst? Oh nein, ich bin gestolpert und auf den Kuchen gefallen. Der Rest ist für dich. Ist das zu fassen? Entschuldigung. Bereit für die nächste Challenge? Ein Kaktus? Das wirst du verlieren. Vergiss es. Du verlierst. Los. Das wird leicht. Ein Power-Snack für zwischendurch. Du bist ganz ruhig. Du bist eins mit dem Pinsel. Fast fertig. Geschafft. Puh. Sieht aus wie ein echter Kaktus, was? Was ist das denn? Pass mal auf. Den Schwamm ziehe ich nach unten. Mit einem kleineren Schwamm male ich weiter. Es fehlen noch Blüten. Jetzt male ich die Details hinzu. Das wird ein Meisterwerk. Und, was sagst du? Naja, beide sind grün. Ich habe wieder gewonnen. Lass dich nicht unterkriegen. Kaktus-Pinata. Sind da Snacks innen? Lass es uns herausfinden. Erst die Augen verbinden
Okay, ich bin bereit, loszulegen. Wow, so viele Bonbons. Hast du was gesagt? Wo ist sie hin? Hallo? Naja, was soll's? Was ist passiert? Hey, woher kommen all die Süßigkeiten? Diese Challenge wird besser als die davor. Ein Kürbis? Wie öde. Kann ja nicht so schwer sein. Hm, womit male ich jetzt? Zu groß. Nee, ein anderes Mal. Der ist perfekt. Ein orangener Kreis und fertig wird der Kürbis sein. Gewinnen. Ich nehme den Stift. Ich beginne in der Mitte. Male den Strunk hinzu. Jetzt noch ausmalen. Für den Schatten nehme ich eine dunklere Farbe. Sieht gut aus. Und was sagst du? Hey, aufwachen! Jemand zu Hause? Hallo? Wach auf, du musst doch malen. Ich bin wach. Was ist hier passiert? Ach ja, der Kürbis. Na toll, besser wird's nicht. Du hast da etwas an deiner Wange. Echt? Was denn? Oh, Farbe. Steht dir. Juhu, was ist der Preis? Kürbissaft. Das ist eklig. Ich fühle mich komisch. Was passiert hier? Habe ich einen Kürbiskopf? Ah! Das nächste Kostüm für Halloween steht fest. Ich hasse dieses Spiel. Ah! Mein Gesicht, mein schönes Gesicht ist wieder da. Was für ein Schock. Davon lasse ich die Finger. Hey, behalte das bei dir. Hey, schau mal. Wow, ein Puppet. Die beste Challenge bisher. Das wird klasse aussehen. Ich male ein Viereck. Dann Kreise. Meine Idee ist besser. Jetzt kommt der Kopierer zum Einsatz. Und rein mit dir. Kopieren. Besser geht's nicht. Wie läuft's bei dir? So weit, so gut. Fehlt nur noch Farbe. Das wird gut. Ich male einen roten Streifen. Jetzt den Rest. Wie ein Regenbogen. Sieht aus wie ein Puppet. Wer wohl gewinnt? Nicht schlecht, aber mein Bild wird gewinnen. Oh, wow! Gewonnen! Soll das ein Witz sein? Meins ist besser. Mir wurde ein Verstoß gemeldet. Sie sind festgenommen. Geben Sie mir Ihre zweite Hand. Einen Kopierer zu benutzen, verstößt gegen die Regeln, die wir sehr ernst nehmen. Tut mir leid. Das geschieht dir recht. Wow, ein Puppet aus Schokolade. Meine zwei liebsten Sachen vereint. Sie werden jetzt abgeführt. Mitkommen. Oh oh, so ein Pech. Lass uns den Knopf drücken und los. Wow. Wow. Hey, wie cool ist das denn? Echt mega. Hey, unsere Klamotten! Und Haare sind anders! Lass uns beginnen! Bereit? Schnuller? Was will ich damit? Naja, wenigstens taugt er als Ring. Ich liebe etwas Bling-Bling. Hm, gar nicht so übel. Wäre das doch nur ein Hochzeitsring! Wie cool! Ich habe einen Schleier. Was wohl noch so passieren wird? Schatz,
Da bist du ja! Das ist der beste Tag in meinem Leben! Ich liebe dich! Ich bin ganz neidisch! Ich will auch heiraten! Es hat funktioniert! Ich bin auch eine Braut! Wow! Ich will den Rest meines Lebens mit dir verbringen! Wie lieb von dir! Ich freue mich so! Nene! Oh, ist das dein Ernst? Komm her! Hey, das ist mein Bräutigam! Lass ihn endlich los! Ladies, bitte beruhigt euch wieder! Mein Hemd! Meine Mom wird stinkwütend sein! Das ist deine Schuld! Los, fang den Blumenstrauß! Nein! Autsch! Mir reicht's! Jetzt bist du dran! Alles in Ordnung? Vielleicht braucht er einen Krankenwagen! Was? Was ist passiert? Oh, hallo, Ladies! Nope! Ich bleibe lieber Single! Die kannst du behalten! Das war irgendwie schräg! Ich bin voll aufgeregt! Beruhig dich wieder! Hä? Luftballons? Wie langweilig! Das ist eine Essens-Challenge, oder? Ist irgendwie zäh. Ugh, wie ist dein Ballon? Das ist nicht zum Essen. Das ist gar nicht so einfach. Oh, mir wird schwindelig. Was? Das ist alles? Wenigstens habe ich nicht reingebissen. Was ist das? Okay. Ich kapiere es nicht. Ach so, der Luftballon. Ich bin wie ein Magier. Abracadabra. Wow, das ist die reinste Magie. Den lasse ich platzen. Entdeckung. Wow, ein Ball aus Fruchtgummi. Schau. Ich will auch einen. Dann puste ich meinen auch auf. Gleich ist er voll. Geschafft. Was ist das? Oh, ein Hut. Der steht mir aber nicht gut. Lass deine Magie sprechen. Eine Banane? Nope. Wer war das? Na, endlich. Halt dir die Ohren zu. Wow. So viele Bälle? Ich liebe diese Challenge. Sowas von gut. Ich probiere meinen. Echt lecker. Ich könnte das jeden Tag essen. Hey, schau mal. Reg dich ab. Oh, jetzt wird's interessant. Ich hab schon eine Idee. Lieber nicht. Das riecht lecker. Ah, und gut schmecken tut es auch. Was war das? Das ist ja cool. Wow! Wie lustig. Jetzt ich. Wow! Die größte Limo der Welt. Gibt es denn keinen Strohhalm? Der ist zu klein. Nope. Aha! Echt jetzt? Genau, was ich brauche. Rein damit. Schmeckt genial. Oh nein. Hör auf. Du Ekel. Sorry. Tina. Was es wohl dieses Mal sein wird? Nicht so schnell. Ganz nach meinem Geschmack. Den lasse ich mir schmecken. Oh, wow. Das ist sowas von süß. Ich will mehr. Nicht so hastig, sonst verschluckst du dich. Okay, mal sehen, was ich habe. Ein
Hai! Wer ist der beste Hai? Du bist es! Echt witzig! Wo ist hier das Süße? Alles okay bei dir? Puh, ich bin satt. Entschuldigung. Hab's dir doch gesagt. Ha, ich habe eine Idee. Hab ich dich? Echt praktisch. Hey, das ist meins. Was zum... Wie siehst du denn aus? Oh nein. Hi. Nimm das. Sowas von gruselig. Reingelegt. Oh, du bist echt gemein. Zusammen? Ja. Das sieht interessant aus. Ganz schön lang. Wo ist hier das Ende? Wenigstens ist Tina zufrieden. Aber es ist pink. Wie schlimm kann es schon sein? Nicht schlecht. Wann hört das endlich auf? Oh, ich hab's. Hey, was ist? Schau mal, was ich habe. Eine Sanduhr? Schön für dich. Oh, wir können um die Wette essen. Lass uns die Schnüre ohne Hände essen. Kapiert? Kapiert! Dann mal los! Bereit? Go! Ich muss gewinnen! Die Zeit läuft davon! Nom, 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 nom! Fast fertig! Na los! Ich hab gewonnen! Oh, nein! Du hast geschummelt! Nein, ich bin einfach nur gut! Eine Trophäe? Für mich? Das wäre nicht nötig gewesen. Nein! Ich möchte mich bei meinen Eltern bedanken. Sie hat einen Tagtraum. Hallo? Los geht's! Nein, noch nicht. Das sieht aber gut aus. Jetzt darfst du nachsehen. Yes! Wow, ein Kuchen. Den muss ich probieren. Sieht echt gut aus. Ich probiere meinen Nachtisch. So fluffig und zart. Fehlen nur noch Zuckerperlen. Ha, süß. Mein neues Leibgericht. Nicht schlecht. Hey, ich hab Lust auf Lippenstift. Und jetzt die Zuckerperlen. Wie sehe ich aus? Wunderschön, nicht wahr? Hey, schau mal her. Und schon ist es weg. Ha? Wow, das bringt mich auf eine Idee. Blauer Lippenstift, yeah! Na, wie sehe ich aus? Schmeckt zumindest gut. Ein schräger Look. Wir sollten uns mal über Make-up unterhalten. Du siehst lustig aus. Ich möchte so vielen Leuten danken für den Preis zur besten Schülerin. Ich liebe euch, ich liebe euch, ich liebe euch. Das ist zwar die Einhornschule, aber genug mit den Fantasien. Und wo ist Annie? Ihre Sachen liegen da, also kann sie nicht weit weg sein. Dieses Katzenvideo ist so witzig. Annie, musst du nicht lernen? Ach, alles, was ich lernen muss, ist auf diesem Telefon. Ach, und wieder ein herrlicher Tag. Ich dachte mir schon, dass du es bist, Rosie. Oh, für mich? So eine wunderbare Schülerin. Dein Schreibtisch ist schön glänzend, Miss Einhorn. So rücksichtsvoll von dir. Aber ich denke, das reicht schon. Wo habe ich nur meinen Stift? Ach, danke, Rosie.
Ah, ist unsere Lehrerin nicht die Beste? Ich bin so glücklich, dass wir sie haben. Ach, du bist so ein gut Mensch. Ahem. Was ist denn los, Lehrerin? Du willst mit harten Bandagen kämpfen? Ich werde dich in deinem eigenen Spiel schlagen. Spieler fängt an. Wahnsinn! Wer wird sich durchsetzen? Keine Waffe kann es mit Miss Einhorn aufnehmen. Game over! Och, das ist so unfair. Ja, ich bin vom Handy weg. Bist du jetzt glücklich? Ist die Luft rein? Oh, das ist das Lächeln, das ich liebe. Da kommt er. Was für ein Traum. Was geht, Süße? Redest du mit mir? Hallo zurück. Hallo, Jake. Aha, Achtung. Ha, abgefangen. Das ist ein Liebesbrief, aber Jake gehört doch mir. Oh, unhöflich. Na, zum Glück habe ich noch mehr davon. Und da kommen sie. Ich liebe schnelle Reflexe. Ups. Oh, das wirst du noch bereuen. Ach ja? Probier's doch. Komm schon, ich fordere dich raus. Im Zickenkrieg? Ja, nice. Und der Schlagmann betrifft die Base. Fertig und Sprung. Mehr hast du nicht drauf? Oh, meine Arme werden müde. Ah. Du wirst sowas von verlieren. Oh Mann, ich bin ganz kaputt. Oh, zum Glück, ich bin total fertig. Ich muss mich hinsetzen. Mann, kein Kerl ist diesen Ärger wert. Lucy, schau mal. Ava rutscht Jake auf die Pelle. Na, wie konnten wir nur die Kontrolle verlieren? Willst du einen Waffenstillstand? Ach, Waffenstillstand. Das Bild kommt wirklich gut. Hey, Mann, hast du nicht dein eigenes Wasser? Ich weiß, von hier aus wird sie nicht rankommen. Also, wo war ich? Warum hat sie es denn weggestellt? Naja, kein Problem. Da bist du ja. Und eintunken. Was ist das denn? Du hast mich erwischt, okay? Ach, bei diesem Mädchen kann ich nur verlieren. Aber ich weiß, wie ich ihr Grenzen setze. Panzertape? Fertig. Versuch jetzt mal deinen Pinsel zu nehmen. Und ein schöner, voller Becher. Man sieht das Band gar nicht. Oh, genial. Hey, Annie. Er gehört ganz dir. Ja, ich wusste, dass du wieder zur Vernunft kommst. Oh Mann, ich fass das nicht. Boah, warte mal. Oh, schau doch mal, was das Wasser gemacht hat. Oh, du bist talentierter, als du dachtest. Schau dir die Textur an. Oh, das werde ich einrahmen. Sehr interessant, Annie. Ich möchte, dass alle Schüler es sehen. Gut gemacht. Oh ja, richtig. Anscheinend habe ich kein Geld dabei. Ein Bonbon? Das ist alles, was ich bekomme? Oh. Ja, jetzt geht's los. Das ist viel besser als Geld. Ich bin bonbonreich. Oh. Das ist der beste Tag meines Lebens. Für dich, Rosie. Ein Bonbon? Oh, das ist so unfair. Nehmt das aufgeschlagene Ei und entfernt wie ich das Eigelb. Wir brauchen nur das Eigelb. Ganz einfach, oder? Hey, sieh dir das an. Oh, das ging ja gar nicht gut. Das macht man so, Emma. Siehst du die Knoblauchzehe? Reibe damit deine Finger ein. Was macht er da? Jetzt passt gut auf. Aha.
Tada! Aber wie? Kochen ist ein großer Schwindel. Das war doch nur ein Kochtrick. Okay, Liam ist der Schüler des Monats. Cool. Oh, mach langsamer. Ja, ich bin der ultimative Champion. Nein, mein Lollipop. Warte kurz. Er ist hier runtergerollt, oder? Ich fühle ihn nicht. Was? Was zum... Ups, sorry. Wo ist er? Was ist das? Das ist nicht gut. Da ist ein Lollipop, Liam. Sind ihm etwa Haare gewachsen? Den kann ich nicht mehr essen. Das kannst du wohl laut sagen. Oder etwa doch? Na? Nein, vergiss es. Liam, komm schon. Warte kurz. Ich bin eine schlechte Freundin. Ich habe Lust auf einen Snack. Aber natürlich. Schneide wie ich ein Stück Apfel ab. Tunke ihn in Joghurt. Streue bunte Zuckerstreusel darüber. Warte, bis sie trocken sind und genieße sie. Oh, Liam, ich habe einen Lollipop für dich. Oh. Vergiss, was du gesehen hast. Oh, yay. Iss einen Lollipop mit mir. Der ist viel größer als mein gelber Lutscher. Und saftiger. Gut, dass du gleich mehr gemacht hast. Die sind fantastisch. Wow. Die Küche ist einfach mega. Komm her. Gute Idee. Leg los. Genial. Okay, jetzt ist mein Zauberstab dran. Auf die Plätze. Fertig. Boom. Das war toll. Ich sehe ein weißes Kissen. Ganz nach meinem Geschmack. Was können wir noch Farbe einhauchen? Das wird richtig episch. Yeah. Auch Putzgegenstände können schön sein. Und Poppets auch. Lass mich nachdenken. Regenbogenhut. Cool. Wow. Ich übernehme das nächste. Ich wollte schon immer Regenbogenhaare. Lass uns die Pfannkuchen bunt machen. Ist er kaputt? Lass mich mal. Los. Nichts passiert. Ja, die laufen wohl auf Sparmodus. Hey, ich habe eine Idee. Lass uns meine Filzstifte benutzen. Wir können die Pfannkuchen anmalen. Lieber nicht. Ich habe etwas, das man auch essen kann. Gib Lebensmittelfarbe in den Teig. Sieh dir das strahlende Rot an. Ab in die Pfanne damit. Ich habe einen ganzen Regenbogen. Tada! Wer braucht schon Magie? Hast du das auch? Was ist denn hier los? Hat jemand Frühstück gemacht? So etwas Cooles habe ich ja noch nie gesehen. Ich sollte öfters ausschlafen. Willkommen auf der Party, Leute. Lass uns auf die Gäste warten. Yeah. Willst du Süßigkeiten essen, während wir warten? Nur gelb ist doch langweilig. Die Party hat auch das Motto grün, Emma. Siehst du? Das macht schon mehr Sinn. Du glaubst, grün wäre besser? Gelb kommt in die Mitte. Grün. Ja. Ach ja? Na, warte du. Ich bin bereit für eine Challenge. Bist du dir da ganz sicher? Das ist unfair. Gelb ist doof, Emma. Nein. Sieh nur, was du angerichtet hast. Oh je. Wir müssen nochmal von vorn beginnen. Es sei denn, ich hab's. Willst du die Farben miteinander vermischen? Lass grün als erstes schmelzen. Dann gibst du Schlagsahne hinzu. Ist das vermischt, gießt du es in geneigte Gläser. Füll die Gläser nicht komplett auf. Dann gibst du das Gelb hinzu.
Lass sie abkühlen und genieße sie. Juhu! Hat hier jemand Lust auf Süßigkeiten? Zitronen- und Limettengeschmack. Lasst es euch schmecken. Die sind fest. Die muss man rauslöffeln. Mmh. Ran an die Löffel. Was für eine Party. Mahlzeit ist meine Lieblingszeit. Nee, ist Müll. Okay, ich versuch's nochmal. Das ist ja noch schlimmer. Ich kann gar kein Einhorn zeichnen. Hey, ich bin hier, um dir zu helfen. Schau zu, ich zeig's dir. Du beginnst mit dem Wort Unicorn. Das ist das Geheimnis. Siehst du, daraus entsteht das Einhorn. Dann musst du es nur noch ausmalen. Das ist auch der beste Teil. Regenbogenmähen sind im Moment der letzte Schrei. Und so geht's. Ich bin fertig. Das ist so süß. Hier, das ist für dich. Wow, vielen Dank. Okay, Zeit, diese Tests zu bewerten. Oh, was für ein süßes kleines Detail. Das verdient eine 1+. Nächster. Uff, das ist einfach nur schrecklich. Das ist nicht mal süß. Jemand muss lernen, ordentlicher zu sein. Sei ordentlich? Was? Wie kann das Testergebnis sein? Naja, kannst du es ihr verübeln? Und wie hast du das coole Ding gemacht? Ach das? Das ist einfach. Oh, ich hab's kapiert. Zeit für ein bisschen Einhorn-Origami. Die richtige Faltung ist sehr wichtig. Ich will nicht aus Versehen einen Drachen oder sowas machen. Oder noch schlimmer, ein Troll. Kannst du dir das vorstellen? Mach die Kanten schön scharf. Jetzt wird es schwieriger. Das Einknicken. Gut, ich glätte diese Faltung noch. Als nächstes kommt die Zeichnung. Ich fange mit einem Auge an. Und jetzt die Regenbogenmähne. Und das Horn. Schau, es ist fertig. Jetzt sieht mein Test nicht mehr so chaotisch aus. Hier ist mein Test. Jetzt ist alles viel ordentlicher. Lass mich mal sehen. Sehr gut. Du verdienst auch ein 1+. Wow, ja, ich hab's geschafft. Ich krieg keinen Bissen mehr runter. Ein Stück ist noch übrig. Das nehme ich. Aber ich wollte es. Ich habe eine Idee. Ups, bin ausgerutscht. Oh, das ist widerlich. Da hast du es. Werd erwachsen. Du hast angefangen. Mädels, ich dulde ein solches Verhalten nicht. Schluss damit. Sollte ich euch Hausarrest geben? Oder? Ich weiß die perfekte Strafe. Wo sind wir? Ist Mama eine Hexe? Auch wenn... Torte! Du darfst zuerst am Rad drehen. Von mir aus. Gewürzgurken? Okay, ich probiere alles. Igitt! Mal kosten. Knackig. Ab auf die Torte. Das sieht doch gut aus. Hier auch noch eine. Wir müssen wirklich mal über deine Backkünste reden. Da ist viel Luft nach oben. Ich bin dran. Fruchtgummiaugen. Jackpot. Mal sehen. Verstehst du? Auge sehen. Ich bin so witzig. Ich probiere erst mal. Hilfe! Hilfe! Oh nein! Was mache ich denn jetzt? Einen Notarzt rufen? Mama! Ich ersticke! Ich weiß, das kann nicht schaden. Wow, perfekter Schuss. Hast du was verloren? Meine Gürkchentorte ist ruiniert. Gib her, das sieht doch super aus. Einfach klasse. Du bist so schräg. Fertig. Ich drehe.
Wie aufregend. Zuckerwatte. Ja, nicht schlecht. Das ist fantastisch. Das wird so toll aussehen. Und die Geschmackskombination. Wow. Ich liebe Zuckerwatte. Lass mir welche übrig. Ich bin dran. Bitte, bitte etwas Süßes. Chilischoten? Oh, oh nein. Vielleicht wird es ja nicht so schlimm. Ich meine, sie sieht ja gar nicht so scharf aus. Naja, eine Challenge ist eine Challenge. Immerhin ist die Farbe hübsch. Ha, ruhig bleiben. Einfach die Zuckerwatte essen. Ich weiß nicht so recht. Eine mehr wird wohl nicht schaden, oder? So. Oh nein, das ist nicht gut. Vielleicht kann ich sie ausblasen. Geh beiseite. Rettung naht. Puh, diese Chilis haben es wirklich in sich. Danke, ich dachte schon, sie wäre ruiniert. Naja, noch mehr ruiniert. Das war knapp. Warum fängst du dieses Mal nicht an? Nein, ich habe Angst. Mach du. Na gut, es ist nur ein Glücksrad. Bitte nichts Schreckliches. Tintenfisch? Okay. Siehst du das? Hat hier jemand etwas Leckeres bestellt? Guten Appetit. Die sind so schleimig, wie ekelhaft. Vielleicht kann ich so tun, als wären es Süßigkeiten. Nein, keine Chance. Ich leg sie oben drauf. Vielleicht überdecken die Gürkchen den Geschmack. Das ist grässlich. Okay, welche Leckerei bekomme ich? Oh ja, Marshmallows, juhu! So viele! Die probiere ich erstmal. Dieses Spiel macht so viel Spaß. Die kommen unten hin. Das sieht so süß aus. Lalala, sieht keiner. Nimm die ruhig, solange du deine Tintenfische bei dir behältst. Jetzt ich. Bitte, bitte. Nur zu. Dankeschön. Fisch? Okay, ich bin bereit. Handschuhe habe ich. Maske habe ich. Es kann losgehen. Ich denke, Fisch ist gesund. Aber nichts für eine Torte. Das wird schrecklich schmecken. Das stinkt bis hier. Und es ist widerlich. Fisch Nummer 2. Ich drehe derweil schon mal. Oh, es. Was auch immer das ist. Ja, cool. Probieren wir das Gerät doch gleich mal aus. Krass, das ist ja der Hammer. Pass auf, wohin du zielst. Hey, hör auf damit. Das ging beinahe ins Auge. Vielleicht bin ich nicht der beste Schütze. Was du nicht sagst. Aber es hat funktioniert. Gefällt mir. Sehr künstlerisch. Naja, abgesehen von den Tintenfischen. So was Blödes. Moment, Süßigkeiten für Lau? Vielleicht bist du doch kein so schlechter Schütze. Ich muss halt noch ein bisschen zielen üben. Wenn es noch mehr Süßigkeiten gibt, bin ich dabei. Ich bin dran. Lass los, ich bin dran. Hör auf, du machst es kaputt. Eis, grandios. Ich liebe Eis. Yippie. Ach, komm schon, das hätte ich kriegen sollen. Wir können doch teilen. Nix da, hol dir selbst was. Ich will dieses Eis haben. Denk nach. Oh, hallo, darf ich mal? Netter Versuch. Leise, wie ein Ninja. Dein Ernst? Sie scheint Eis wirklich zu lieben. Du bist so geizig. Das nehme ich. Hey, das war meine. Dreh lieber am Rad. Na gut, ich mache ja schon. Oh, scharfe Soße. Na toll. Ich muss doch nicht die ganze Flasche verwenden, oder? Nur ein Tröpfchen, das reicht. Zu viel, zu viel! Meinst du, das wird den Geschmack versauen? Ha, viel Spaß damit. Und das kommt hier in die Mitte. So hübsch. Also, wenn du die Fische und Chilis wegdenkst. Letzte Runde. Los geht's. Lass uns abzählen. Ich darf. Zwiebel. Wer hat diese Zutaten ausgesucht? Oh, was für ein Pech. Vielen Dank auch. Dann schnippel ich mal los. Na toll, jetzt muss ich heulen. Zum Glück bin ich vorbereitet. Viel besser. Ja, Jelly Beans. Oh
Gleich lege ich einfach auf eine luftige Zuckerwattenwolke. Fertig! Aber wie sehe ich jetzt aus? Na dann ab auf die Torte damit. Jellybean, du bist so süß. Ich denke, die sind jetzt fertig. Sie sehen widerlich aus. Vielleicht schmeckt es ja. Ich lass mich überraschen. Los geht's. Noch schlimmer als befürchtet. Meine ist ganz gut. Mir schmeckt's. Wenigstens ist das jetzt vorbei. Warum ist da ein Wecker? Im Ernst? Ein Mathe-Test? Okay. Wenn drei Torten 30 sind und ein Donut ist, warum kriege ich jetzt Hunger? Eine Torte mal zwei Donuts? Ich habe nicht genug Finger. Meine Mutter schneidet Speck. Nein, Konzentration. Ich hatte es fast. Was hast du? Keine Ahnung. Könnt ihr uns helfen? Wer kann mir sagen, was das ist? Klasse. Oh nein. Was habt ihr getan? Lecker. Das ist ein saftiger Popel. Lecker. Guck, ich bin ein Regenbogen. Ihr seid alle so ekelhaft. Ich kann nicht mehr. Ich habe genug davon. Nie mehr Frauennette Lehrerin. Oh, das ist eine Veränderung. Wow! Wow, wie krass! Kunst zu verkaufen, kauf dir jetzt dein Meisterwerk. Schätzt denn niemand mehr echte Kunst? Und was ist mit Ihnen? Sie oder Sie? Oh, so werde ich nie erfolgreich. Oh, das hat mir noch gefehlt. Huh? Was ist das? Ein Job als Kellnerin? Und du kannst ein Vogel sein? Das ist die Lösung für all meine Probleme. Willkommen in unserem Team. Diese Getränke sind für Tisch 2. Okay, das kann ich. Ich muss nur geradeaus laufen. Du siehst wunderschön aus. Nein, was machst du da? Ganz ruhig. Noch ein bisschen weiter. Ich hab's. Wow! Nein! Ah! Pass doch auf! Du bist gefeuert! Autsch! Das gibt einen riesigen blauen Fleck, das ist sicher. Warte mal, die Inspiration ist da! Ich werde einfach Reinigungskraft. Die Haube ist voll süß, wie ein Verkleidungsspiel. Wünsch mir Glück! Das ist schon eher mein Fall. Ich habe keinen Druck und ich darf es aber auch nicht vermasseln. So, sieht sehr gut aus. Phew, was für ein Tag. Ich brauche mal eine Pause. Endlich zu Hause. Ich freue mich schon auf die Pizza. Hä? Da liegen Federn auf dem Boden. Warte mal. Da liegt ein riesiger Vogel in meinem Bett. Oh, yeah. Was zum? Bist du verrückt? Du bist gefeuert. Ich kann das erklären. Warten Sie. Oh, die Pizzeria stellt ein. Das kann ich auf jeden Fall. Eine Pizza kommt sofort. Und zwar per Luftpost. Wir haben abgehoben. Wow, da unten ist alles so klein. Ist es ein Vogel? Ja, es ist ein Vogel. Ich komme echt gut voran. Nichts kann mich aufhalten. Oh, oh. Ah! Wo kommst du denn her? Was ist das für ein Krach? Oh, wird hier gemalt? Ich kann's nicht glauben. Wow, so cool. Ach du meine Güte. Gefällt es Ihnen? War ein bisschen hastig, sorry. Naja, hab mein Bestes gegeben. Das ist wunderbar. Du hast den Job. Her damit. Die Strichführung, die Schattierungen. Ein Naturtalent. Und ich werde reich. Ich liebe Malen. Es ist so entspannend und schön. Und nun benutze ich Hellrosa. Die ist sehr schön. Ich habe eine Nachricht bekommen. Mal sehen. Eine Regenbogenparty? Das wird super. Ich freue mich. Okay, zuerst muss ich das passende Outfit finden. Ups, Pinsel. Also dann, Kleiderschrank, was hast du zu bieten? Oh, das ist nicht gut. Die Farbe steht mir nicht. Oh Mann.
Mann, was ziehe ich denn für die Party an? Ich habe nichts mit Regenbogen. Oh, Moment, meine Farben, das wird kunterbunt. Die Farben werden mich retten, das ist voll genial. Also dann, Zeit für Regenbogenfeeling. Ich nehme beide Farben gleichzeitig und mal damit auf meinem Augenlid. Und nun Zeit für einen Farbwechsel, die kommen hier hin. Das sieht gut aus, aber es ist eine Regenbogenparty, es muss also noch bunter sein. Für diesen Teil brauche ich einen noch größeren Pinsel. Okay, diese Farben landen auf dem Pinsel, der bereits im Einsatz ist. Perfekt, auf die Lippen damit. Gut, im nächsten Schritt brauche ich grüne Mascara. Wie cool! Ich muss nur darauf achten, dass die Farbe auf den Wimpern landet. Ich hab's! Es fehlt noch Augenbrauenfarbe. Wie wär's mit Orange? Und so kommen die Augenbrauen auch in Form. Das sieht richtig gut aus. Fehlt nur noch eine Kleinigkeit. Fertig! Und jetzt noch ein bisschen mehr. Oh my gosh, die blauen Sommersprossen sind voll putzig! Ich wünschte, ich hätte immer blaue Sommersprossen. Okay, und nun bin ich fertig mit dem Regenbogen-Make-up. Hä? Was ist das? So viele Lichter! Wow, das ist die Regenbogenparty. Hier geht's richtig ab. Wow, dein Make-up ist voll schön. Hast du das selber gemacht? Das ist so lustig. Die Regenbogenparty war echt eine gute Idee. Das Wasser ist nun heiß genug für die Suppe. Ah, darauf habe ich mich den ganzen Tag gefreut. Hm, das schmeckt auch echt gut und ist wohltuend. Mal sehen, was es in der Glotze so gibt. Ich schalte besser um. Hey, ihr da draußen! Heute zeige ich euch mein neues Zuhause. Kommt mit! Das ist mein Partyraum und hier spielt ein DJ rund um die Uhr. Ein DJ. Sieht funky aus. Hä? Oh, mein Fernseher spackt ab. Na los! Und das ist mein Büro mit meinem neuen PC und meinem Gaming-Lenkrad. Yep, ich bin die Beste. Wenn ich mich vom Stress erholen will, nehme ich ein Bad. Wow! Oh, heiß! Und wenn ich müde bin, decke ich mich einfach mit meinem Geld zu. Alter, ich sollte aufhören, das zu schauen, sonst werde ich noch neidisch. Ich sollte mich erstmal sauber machen. Ich wünschte, ich hätte solche Badebomben. Aber stattdessen muss ich nun diesen kratzigen Schwamm benutzen. Oh Mann, jetzt ist mir auch noch die Seife runtergefallen. Wo ist meine Seife? Da ist sie ja. Komm zurück. Diese bunten Badebomben gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. Moment mal. Ich habe eine Idee. Okay, ich beginne mit einer leeren Schüssel und gebe Backpulver hinzu. Das gebe ich in die Schüssel. So viel sollte reichen. Fehlt nur noch etwas Zitronensäure. Und es kommt noch etwas Kokosöl hinzu. Das duftet. Nun vermische ich die Zutaten miteinander. Das Pulver wird etwas klumpig. Perfekt, ich habe eine große und viele kleine Schüsseln. Für die Farbe brauche ich Lebensmittelfarbe. Das wird richtig schön. Das vermischt sich gar nicht so einfach. Ich muss echt weiterrühren. Zeit für die Silikonform. Die Schüssel mit dem weißen Pulver habe ich glatt vergessen. Ab in die Form damit. Ich gebe das Pulver mit einem Löffel in die Form hinzu. Okay, und nun will ich die Farben hinzufügen. Die bedecke ich dann noch mit mehr weißem Pulver. Sehr gut, die bunten Stücke werden nun bedeckt. Die Oberfläche bespritze ich mit etwas Antiseptikum, damit es zusammenhält. Soweit, so gut. Und nun kann ich es aus der Form nehmen. Okay, ich kann es kaum erwarten, diese Badebomben zu benutzen. Meine Badebombe ist noch viel besser, weil ich sie selbst gemacht habe. Ab ins Wasser damit. Wie das blubbert und schäumt. Seht nur, da sind die ganzen Regenbogenfarben. All diese Farben machen mich so glücklich. Zum Glück habe ich die Suppe verschüttet. So ein toller Tag. Die Show ist so toll. Die macht mich voll verrückt. Oh Mann, ich glaube, meine Chips sind alle. Mist, nichts übrig. Nicht mal Krümel. Wow, ich habe eine Riesensauerei gemacht. Ich schüttle die Krümel einfach vom Shirt. Wow, das ist echt eine Menge. Okay, so geht's. Schön sauber. Oh, jetzt habe ich die Sauerei auf dem Boden. Ich kann nicht gewinnen. Moment mal. Was ist das da auf dem Boden? Schau dir den Dreck an, den du gemacht hast. Du machst das sofort sauber. Und das hier gleich mit. Was? Wie kann das fair sein? Ah, das ist so ein großer Haufen. Warte mal. Ich habe gerade eine fantastische Idee. Ich habe eine Klärschaufel, einen Handfeger und doppelseitiges Klebeband. Ich klebe einfach je ein Stück an die Griffe. Okay, jetzt kommt der nächste Schritt. Zeit für die Hausschuhe.
Ich klebe die Kehrschaufel an diesen Pantoffel. Und den Feger an den anderen Pantoffel. Perfekt. Einfach so. Jetzt kann ich putzen. In Ordnung, Pantoffel. Seid ihr bereit dafür? Und los geht's. Ja, das klappt. Ich muss mich nicht mal bücken oder so. Wow, ich muss nur mein Gleichgewicht halten. Ich bekomme aber alle Krümel aufgefegt. Sachte, sachte. Okay, das ist jetzt die letzte Schaufel. Und fertig. Der Boden ist sauber. Ah, das ist wohl das Klügste, was mir je eingefallen ist. Besenpantoffeln. Und ich habe ja auch noch einen Stift in die Nase stecken. In der heutigen Stunde malt ihr ein süßes Vögelchen. Wow, wirklich? Finde ich gut. Das wird ein Spaß. Ich fange mit den Außenlinien an. Soweit, so gut. Nun die Augen und die Flügel. Dann male ich aus. Der wird richtig schön bunt. Wow, gefällt mir. Ich mal total gerne. Dieses Lila ist perfekt für den Flügel. Die Beine mache ich noch gelb. Das wird mega aussehen. Ich darf nur nicht übermalen. Und den Schnabel mache ich auch gelb. Ich will keine Stelle auslassen. Den Körper mache ich pink. Erinnert mich an jemanden. Das ist einfach mein Lieblingsfach. Das war's, fertig. Gar nicht mal so leicht. Oh, ich hab's. Ich brauche mein Lineal. Ich beginne mit einer geraden Linie. Hoffentlich klappt das. Meiner wird ganz anders. Ich mache hier ein paar Punkte und dann fange ich mit dem Ausmalen an. Hab meinen Vogel in Abschnitte geteilt. Jedes Teil male ich einzeln aus. Außerdem habe ich Streifen angemalt. Die brauche ich dann später. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ich werde alle begeistern. So, der Körper ist fast fertig und nun male ich doch den Schnabel aus. Dafür lasse ich mir richtig Zeit. Ich will nichts übermalen. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Blaue Haare, voll cool. Ich male den Flügel noch blau. Bin fast fertig. Und nun schneide ich den aus. Die gestrichelten Linien zeigen, wo ich falten muss. So geht's viel leichter. Ich muss einfach nur den Linien folgen und dann eine Falz machen. Diese Laschen helfen beim Zusammenkleben. Dafür nehme ich dann Klebstoff. Ist ein bisschen mehr Arbeit, aber die wird sich lohnen. Das ist der letzte. Schau's dir an. Haha, wie findest du ihn? Ich hoffe, der gefällt dir. Oh, sehr gut. Toll gemacht. Warte nur, bis du den siehst. Oh, wow. Das ist sehr kreativ, Leo. Hey, der beobachtet mich, oder? Der starrt mich an. Irgendwie unheimlich. Er blinzelt nicht mal. Das muss Einbildung sein. Jetzt sind es mehr. Sie sind überall. Es gibt kein Entkommen. Ich bin umzingelt. Was ist hier los? Ich fühle mich nicht so gut. Ich sehe nur noch Vögel. Also, gefallen sie dir? Ja, sicher. Ich wusste es. Du bekommst diesen Lutscher, ja? Lecker, danke. Den werde ich nun genießen. Oh, ich wollte den Lutscher. Nicht traurig sein, Lexi. Du kannst den haben. Oh, das ist voll lieb. Du bist der Beste, Leo. Der ist köstlich. Peng, peng, peng. Warte mal. Hallo, liebe Schüler. Fällt euch was auf? Ist das eine Fangfrage? Warte, ich weiß, du bist dick. Nein, ich bekomme ein Baby. Ich werde Mami. Ist das nicht aufregend? Das muss ich untersuchen. Warte, ist da ein kleiner Vogel drin? Ja, ganz genau. Das haut mich voll vom Hocker. Gucci-gu. Bin gleich wieder da. Oh, ich wollte mit dem Baby reden. Oh, ich habe eine Idee und für die brauche ich Knete. Schau es dir an. Ich mache daraus etwas Besonderes. Gib mir nur eine Sekunde, ja? Was ist das? Das ist ein Vogel. Gib her, gib her. Wow, der ist niedlich. Er bekommt auch ein Baby. Ich kümmere mich darum. Das ist so lieb, Leo. Es gibt nur noch uns, Vögelchen. Mach's dir bequem. Ich leg das hier über deine Augen. Und dann mache ich den ersten Einschnitt. Keine Bange, ich weiß, was ich tue. Ich muss nur hier einschneiden. Das reicht schon. Und nun klappe ich das hier einfach hoch.
Wusste ich's doch, da ist ein Ei drin. Ich hol's besser mal raus. Langsam will nix zerknacken. Hab's. Gut, nun kann ich's aufmachen. Oh, ich bin so nervös. Oh, es ist ein Küken, so niedlich. Eigentlich wollte ich nicht weinen. Oh oh. Was? Ich glaube, mein Baby kommt. Ich glaube, mir wird schlecht. Ah! Guck mal, ein Baby. Ist die Natur nicht wunderbar? Komm her, Kleine. Mama hat dich schon. Er hat meinen Schnabel. Ich war noch nie so glücklich. Nichts kann diesen Moment ruinieren. Oh, da war ich wohl zu voreilig. Was? Das ist sehr lecker. Ich tue einfach so, als hätte ich das nie gesehen. Willst du was abhaben? Welche Art Einhorn wärst du gerne? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Und denk daran, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren für weitere tolle Videos wie dieses. Okay, Zeit für eine Ramensuppe. Brauch nur noch eine Gabel. Oh, das riecht aber gut. Was haben wir denn hier? Oh, dann ist diese Gabel wohl für dich. Okay, dann brauche ich nur für mich Besteck. Was? Wie kann es sein, dass alle Gabeln ausverkauft sind? Was mache ich denn jetzt? Ich muss doch die Nudelsuppe essen. Okay, vielleicht hat die Schule ja was. Yes, so viele Gabeln. Perfekt. Oh mein Gott, wo kommen denn plötzlich die ganzen Kids her? Oh nein, die nehmen alle Gabeln weg. Oh, ich will einfach nur meine Ramen essen. Moment, natürlich, wie konnte ich das nur vergessen? So kann ich mein Besteckproblem lösen. Ich male einfach eine Gabelform, genau so. Yep, das funktioniert super. Fertig, ich bin so ein Genie. Ich habe eine Gabel mit einem 3D-Stift gemacht. Mmh, noch viel besser, als ich gehofft hatte. Wow, ist das langweilig. Ich schlaf gleich ein. Oh mein Gott, da kommt er. Ich kann's nicht glauben. Aha, du bist schon wieder zu spät. Naja, setz dich. Er setzt sich neben mich. Hoffentlich sehe ich gut aus. Was ist das denn, eine Kochmütze? Hey, Babe, was geht? Oh, gut, willst du von meinem Eis? Ich esse kein Junkfood. Wow, er ist so mega toll. Oh nein, ich habe mich total bekleckert. Das ist ein riesiges Desaster. Wenn er diesen Fleck sieht, wird er die Hochzeit sofort abblasen. Dann rennt er bestimmt vor mir weg. Und er ist Athlet, also rennt er noch schneller weg. Dieser Fleck wird alles ruinieren. Und ich werde ihn nicht einfangen können. Mein Traum ist zu Ende. Nein! Oh Gott, das darf ich nicht zulassen. Irgendwas hier drin muss mir doch helfen können. Hm, mein 3D-Stift? Ja, ich glaube, das könnte klappen. Zuerst male ich ein Dreieck. Und dann fülle ich es aus, indem ich hin und her male. Bis ganz nach unten. Gut, und jetzt noch die diagonalen Linien. Und dann nochmal andersrum. Ein Karo-Muster. Sieht gut aus. Und nun pink. Und nun fülle ich den gemalten Kreis aus. Hin und her, hin und her. Das ist echt eine schöne Farbe. So, okay, noch eine gewellte Linie hier unten. Und dann nochmal die Farbe wechseln. Und dann male ich eine gewellte Linie auf die Eiskugel. Und wieder ausmalen. So langsam wird's. Was sieht aus wie Schokolade? Nice. Oh, ich will am liebsten reinbeißen. Aber es fehlen noch Streusel. Nur noch ein paar und fertig. Wow, das ist richtig gut geworden. Und nun klebe ich das einfach über den Fleck auf meinem Top. Ich frage mich, wie er es wohl findet. Oh, guck mal. Ich fand sie ja schon vorher süß, aber so? Na, was geht? Coole Eistüte auf deinem Oberteil. Ha? Was ist das alles? Oh, ich verstehe davon nur Bahnhof. Oh, hör auf, bei mir abzuschreiben. Was mache ich denn jetzt? Hm, mal sehen. Wen soll ich aufrufen? Es bringt gar nichts, dich hinter dem Buch zu verstecken. Komm an die Tafel. Was? Das ist nicht fair. Ich wollte drankommen. Okay, ich habe die Chemikalie aufgeschrieben. Du musst sie mischen. Du kannst damit anfangen. Na los, das ist ein Labor. Fang schon an.
Oh, ich habe einen Anruf, aber mach du weiter, ich will Ergebnisse sehen. Wie kann er das nur von mir verlangen? Hey, pst! Nimm das Becherglas! Was? Nein, nicht das, das andere! Meinst du das rote hier? Oh, du kannst echt gar nichts. Das da! Moment, das kleine hier? Super, okay, ich hab's. Haha, das wird super. Wahrscheinlich soll ich die zwei jetzt mischen. Ah, was war das denn? Eine Explosion? Die ist voll drauf reingefallen. Wie bitte? Oh nein! Ich hab ein Loch in den Tisch gebrannt. Das wird er sofort sehen und dann kriege ich echt Ärger. Oh, du bist so gemein. Was mache ich denn nun? Ich will nicht von der Schule fliegen. Moment, mein 3D-Stift. Okay, ich kriege das auf jeden Fall wieder hin. Zum Glück habe ich eine Farbe, die passt. Zuerst mache ich ein paar lange Linien über das Loch. Und jetzt male ich diagonal in die andere Richtung. Hoffentlich schaffe ich es, bis der Lehrer zurückkommt. Dann bemerkt er das Loch vielleicht gar nicht. Fast fertig, nur noch ein paar Linien. Okay, fertig. Das Loch ist überdeckt. Das Becherglas stelle ich einfach drauf. Ich muss die Tarnung nur gut verkaufen. Oh, du bist immer noch hier? Ja, gut gemacht. Setz dich. Yes, ich habe den letzten Tag meiner Diät geschafft. Weg mit dir, Sellerie. Ich gönn mir nun was mit Geschmack. Ha, das wird so gut. Los geht's. Ich schütte einfach alles davon auf die Nudeln. Her mit der Peperoni, so gut. Und Hot Dogs und die Nudeln, ich liebe es. Was zum Henker macht sie da? Das muss ich festhalten. Ich brauche einen Close-Up. Hey, lass das! Oh mein Gott, tut mir so leid. Was hast du nur mit meinem Handy gemacht? Hier, hast du eine Serviette. Tut mir so leid. Moment. Natürlich, mein 3D-Stift. Ich habe eine gute Idee. Okay, ich nehme eine durchsichtige Handyhülle und meinen Stift. Und nun male ich darauf mit Gelb. Ganz schön viel Schnörkel. Das muss überhaupt nicht exakt sein. Einfach nur alles ausfüllen. Jetzt noch die letzte Ecke und fertig. Und noch ein bisschen Deko, dann sieht's noch viel besser aus. Gott, so süß. Sieht echt aus wie Nudeln. Tada, wie findest du's? Ist das nicht süß? Habe ich für dich gemacht. Wow. Wow, danke. Sieht mega aus. Hey, willst du was von meinen Nudeln? Selber schuld. Oh, Hausaufgaben machen ist ganz schön anstrengend. Aber ich muss weitermachen. Ich bin noch lang nicht fertig. Aber ich bin so müde. Nur ein kleines Nickerchen. Mal sehen. Natürlich, das macht alles Sinn. Diese Formeln und Rechenwege sind super hilfreich. Natürlich, wie konnte ich den Grundsatz vergessen? Wow, schau dich an, du Mathe-Genie. Ich bin beeindruckt. Noch ein paar Rechnungen. Warte. Ja, juhu! Oh nein, meine Hausaufgaben, all die Arbeit. Alles komplett nass und ruiniert. Nein! Oh mein Gott, meine Hausaufgaben, sind sie nass? Oh Gott sei Dank, nur ein Traum. Hey, bist du immer noch an deinen Hausaufgaben? Wow, was soll der böse Blick? Bist du sauer auf mich? Nein, auf keinen Fall. Das Risiko gehe ich nicht ein. Ich löse das Problem. Ich nehme meinen 3D-Stift. Bereit? Die Tasse wird umgedreht. Und dann den Rand der Tasse mit dem Stift nachfahren. Einmal komplett rum. So, und nun kann ich die Tasse wegnehmen. Und nun muss ich diesen Kreis komplett ausfüllen. Am einfachsten geht das, wenn du hin und her fährst. Aber keine Sorge, wenn deine Linien ein bisschen unperfekt sind. Einfach weitermachen. Es müssen keine geraden Linien sein. Und das letzte Stück und fertig. Tada, ein Deckel für die Tasse. Aber noch bin ich nicht fertig. Ich mal noch mehr Schnörkel dran. Und die verbinde ich mit dem Deckel. Und diese Form wieder ausfüllen. Und wenn's fertig ist, mache ich weiter um die Tasse herum. Alles schön ausfüllen. Yay, ich bin fertig. Gleich mal ausprobieren. Perfekt, es hält. Der perfekte Tassendeckel. Wow, das hast du gemacht? Und schau, ich kann immer noch trinken. Und dann kann der Deckel wieder drauf. Ah, jetzt muss ich mir keine Sorgen mehr um versaute Hausaufgaben machen. Nie wieder nasse Matheaufgaben. Das ist so ein perfekter Pfannkuchen. Die werden sowas von lecker. Ich will nicht Himmel und Hölle spielen.
was ist das für ein herrlicher Geruch? Das muss ich sofort rausfinden. Wow, du hast Pancakes gemacht. Nur für dich, weil du es verdienst. Bin auch fast fertig, nur noch den letzten umdrehen. Muss nur den Pfannenwender drunter kriegen. Komm schon. Oh, jeder Griff ist abgebrochen. Was mache ich denn jetzt? Hey, ich weiß was. Ich benutze meinen 3D-Stift. Und los geht's. Ich mal die Form eines Pfannenwenders. Nice, aber noch nicht fertig. Es kommen noch die Zwischenräume in die Mitte. So, und nun eine andere Farbe. Ich mal alles mit Orange aus. Nur nicht die ovalen Zwischenräume, die lasse ich frei. Alles malen, auch den Griff. Diesen Kreis hier unten lasse ich auch frei. Hm, vielleicht geht's ja mit dieser Schaufel. Oh, da kommt sie ja. Mom, habt ihr einen neuen Pfannenwender gemacht? Jetzt kannst du endlich den letzten Pfannkuchen umdrehen. Na gut, ich probiere es mal. Du meine Güte, das funktioniert ja prima. Okay, endlich gibt's Frühstück. Bananen und Schokoladensoße, das sieht so gut aus. Nichts Besseres als eine kalte Cola an einem heißen Tag. Was zur Hölle? Dieser Becher hatte vor einer Minute noch kein Loch. Warte mal. Erwischt, du Trottel. Dafür wirst du noch büßen, Mandy. Ja, und ich so, hä, woher kommt denn das Auto? Riecht süß. Ich nehme mir das mal. Mh, so lecker. Hey, was ist los? Die Wassermelone war für mich. Zu langsam, schätze ich. Du machst mir das Leben mit dir echt schwer. Dann kann ich auch ein bisschen Spaß haben. Sobald du zwei Hälften hast, nimm einen Löffel und hebe zwei Löcher aus. Dann steck ein paar Zahnstocher rein. Sie will meine Wassermelone. Mal sehen, ob sie auch ein Stück mit einer Maus drin will. Viel Spaß da drin, kleiner Kerl. Perfekt. Und los geht's. Er hat sie wieder rumliegen lassen, dummer Jake. Ah, ich werde dir sowas von heimzahlen, Jake. Hey, guck mal, was ich hab. Hallo? Warum geht er nicht ans Telefon? Jake? Er schläft? Hey! Hallo! Ist das Schlagsahne? Na, dann mache ich dir mal was auf die Hand davon. Nur ein kleines bisschen. Kitzel, kitzel. Kutschikutschikutschiku. Was ist hier los? Schlagsahne? Die Show, erinnerst du dich? Oh, gib mir 10 Minuten. Seht ihr das?
Was denkt ihr, passiert, wenn ihr Magnete mit Wasser benutzt? Wasser und Magnete? Na und? Hast du eine Idee? Lass uns das mal probieren. Es braut sich ein Sturm zusammen, Leute. Was immer du sagst, Jake. Bist du sicher? Ja. Oh, lass es uns so versuchen. Komm schon. Ich glaube, das funktioniert nicht. Oh Mann. Moment mal. Olivia, Moment. Hey, leg deine Hand hier hin. Okay. Mal sehen, was jetzt passiert, ja? Ich glaube, da passiert was. Die Magnete ziehen das Wasser nach unten. Schau es dir an. Ja, siehst du, es passiert. Ich wusste nicht, dass Magnete Wasser bewegen können. Ha, das war ein perfekter Sturm, was? Nice! Gar nicht so schwer, ja? Denkt ihr, ihr wisst alles über Wasser? Zeit, den hier zu befeuchten. Was passiert, wenn ihr diese Dinge zusammenfügt? Und was sollen wir jetzt machen? Ich denke, wir müssen es herausfinden. Das sind ziemlich große Flaschen. Das ist eine harte Nuss. Nun, wie wär's damit? Ich weiß nicht. Oh. Wow, so weich. Hallo, du. Ist das hilfreich? Nicht wirklich. Warte, gib mir eine Flasche. Okay. Zuerst kommen die Bälle hier rein. Als ob es Regenbogen regnet. Was? Okay. Jetzt schütten wir Wasser in die Flaschen. Okay. Vorsichtig, verschüttel es nicht. Da passiert definitiv was. Fertig. Meine Karte. Dann leg die Karte darauf. Und dreh sie um. Du kannst das wirklich gut. Wow. Und was dann? Jetzt kommt die magische Zeit. Nichts geht mehr. Ja, mein Plan ist voll aufgegangen. Siehst du? Wow, es ist, als ob sie tanzen würden. Ich kann es nicht glauben. Das ist fantastisch. Ja. Wow. Hey, was ist los? Wo bist du? Sorry, sorry. Ich bin schon unterwegs, versprochen. Oh nein, so viele bunte Kleidung. Und ich bin ganz in Weiß. So lassen die mich bestimmt nicht rein. Oh nein, ups, das ist echt übel. Moment, bist du das da drüben? Hey, siehst du mich? Ich muss schnell was unternehmen. Kann ich mich irgendwo verstecken? Oh, in der Mülltonne? Das ist das Allerletzte. Aber meine einzige Möglichkeit. Aus der Bahnmülltonne, hier komme ich. Das war er sicher nicht. Puh, das war echt knapp. Sie hätte mich beinahe gesehen. Uah, voll eklig hier drin. Au, was zum Geier? Meine Künstlerkarriere ist offiziell im Eimer. Ha? Was ist denn hier drin? Das ist doch nicht wahr, Glitzer. Okay, ich habe eine Form und gieße Glitzer hinein. Das Rot sieht echt schön aus. Ein Streifen davon reicht. Nun kommt noch goldenes Glitzer hinzu. Was für ein Glitzerregen. Grün als dritte Farbe passt spitze und die restlichen Farben auch. Nun drücke ich meine Hand in das Glitzer.
Oh, na sieh mal einer an, wie schön das glitzert. Okay, so kann ich mich wieder zeigen. Uah, jetzt zu meinen Händen. Yeah, mit der richtigen Brille ist der Look perfekt. Zeit für die Party. Ich bin sowieso schon zu spät dran. Babe, sorry, dass ich so lange gebraucht habe. Unfassbar, dass du mich so lange hast warten lassen. Ja, aber was sagst du zu meinem selbstgemachten T-Shirt? Oh, das hast du selbst gemacht? Wow, das ist echt beeindruckend. Hey, wir sind bereit für die Party. Ich werf mal einen Blick auf euch. Okay, ihr dürft rein. Ich bin so gespannt, was man uns heute präsentieren wird. Oh, da ist die erste Teilnehmerin mit ihrem Gericht. Okay, also zeig uns mal, was du für uns zubereitet hast. Ja, okay, also ich habe meinen Lieblingsnachtisch gemacht, die Bananenbootparty. Was zum Geier ist das? Wie Sie sehen können, habe ich alles garniert. Ich wollte, dass das Essen und die Farben für sich sprechen. Das ist nur Frucht und Süßkram. Hier kommt dein Ergebnis. Wie bitte? Wollen Sie mich mit dem Ergebnis beleidigen? So, der nächste Teilnehmer bitte. Hallo, hallo, das ist mein erstes Gericht. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich koche schon seit meiner Kindheit, wissen Sie? Ach ja, mein Gericht natürlich. Hier ist es. Ich habe ein Marshmallow-Minzbonbon getränkt in Karamellsoße. Was? Liegt da überhaupt irgendwas auf dem Teller? Das ist ja winzig. Oh, er redet ja auch immer noch. Sowas von anstrengend. Was? Ist das wirklich mein Ergebnis? Oh. Ich hätte mir mehr von diesem Wettbewerb erhofft. Alles gut. Mir geht's gut, Leute. Aber ich glaube, ihr habt mein Gericht nicht verstanden. Hi, ich bin auch noch da. Ein Kind? Wirklich? Als ob ein Kind bei uns mithalten könnte. Okay, also hier ist mein Gericht. Wow, das ist ein wunderbarer Regenbogenkuchen. Der ist absolut überwältigend. Regenbogenfrosting ist ganz einfach. Nimm dein buntes Frosting und ordne es nebeneinander auf einer Folie an. Nimm so viele Farben, wie du für deinen Regenbogen willst. Genau so. Und zu guter Letzt noch etwas Lila. Nun rolle ich das mit der Folie zusammen. Die Folie muss eng zusammengerollt werden, aber nicht zu eng. Die Farben sollten sich nicht vermischen. Nun schneide ich die Spitze ab. Und dann kommt die Folie mit den Farben in einen Spritzbeutel. Okay, wir sind bereit, den Kuchen zu dekorieren. Hier kommt das Regenbogenfrosting. So cool, es hat geklappt. Sieht echt gut aus, oder? Und nur noch etwas hier und da. Der Rand ist fertig. Die Mitte sieht noch etwas undekoriert aus. Es geht hier schließlich um einen Wettbewerb. Alles muss also perfekt sein. Tada, mein Kuchen ist fertig. Gefällt er euch? Unglaublich, der Kuchen wurde unmöglich von ihm gebacken. Und hier ist dein Ergebnis. Juhu! Was? Soll das ein Witz sein? Wie ist das nun möglich? Ich hoffe, ich sehe gut aus. Gut, dass meine Haare sauber sind. Komm schon, beeil dich. Ich sehe perfekt aus, wie immer. Ich bin ein Naturtalent vor der Kamera. Oh, Alex sieht süß aus. Mir ist so langweilig. Hallo, Mickey. Ich bin so nervös. Ich hasse es, mich fotografieren zu lassen. Ich habe so viele Pickel. Warum musste ich heute einen Pickelausbruch bekommen? Ich bin dran. Können wir alles beschleunigen? Vielleicht sehen Sie nicht so schlecht aus. Wem mache ich was vor? Sie sehen schrecklich aus. Was soll ich tun? Na, endlich. Moment, habe ich mir die Zähne geputzt? Ich hasse es, meine Nägel zu kauen. Ich kaue lieber auf diesem Bleistift. Und los geht's. Moment mal. Ich habe eine Idee. Ich beiße in diesen Radiergummi. Ich möchte ihn formen. Das ist genau, was ich brauche. Jetzt brauche ich meinen Lippenstift. Ich reibe den Radiergummi am Lippenstift. Ich tauche ihn völlig in Farbe und tupfe ihn auf mein Gesicht, um meine Pickel abzudecken. Das ist eine großartige Idee. Ich fühle mich so süß. Ich muss noch eine Sache erledigen. Bring meine Haare in Ordnung. Ich glaube, ich bin bereit. Hallo, ich bin hier für mein Foto. Nehmen Sie meine beste Seite auf. Nur ein Scherz, ich sehe aus jedem Blickwinkel gut aus. Wow, ich liebe deinen Look. Setz dich doch. Ich weiß, dass wir ein paar gute Fotos machen werden.
Rutsche ein bisschen rüber, so ist es gut. Jetzt breit lächeln. So wie hier? Perfekt. Ich bin so froh, dass ihr gekommen seid. Hi. Das ist für dich, Mickey. Ich hoffe, es gefällt dir. Wow, es ist wunderschön. Ich kann es kaum erwarten, das zu tragen. Danke, Lilly. Das sieht toll aus. Du bist die Beste. Puh, was für eine Erleichterung. Ich muss Mickey ein Geschenk kaufen. Ich glaube, da ist etwas drin. Wow, ich bin reich. Oh, oder auch nicht. Was kann ich damit kaufen? Zeit, einkaufen zu gehen. OMG, die sind so lecker. Was würde Mickey gefallen? Hi, kann ich Ihnen helfen? Wir haben Geschenke für alle. Sie ist meine beste Freundin. Ich mag dieses Puppet. Aber es ist zu teuer. Oh, ein Dinosaurier. Nein, das kann ich mir nicht leisten. Ich habe kein großes Budget. Oh, das sehe ich. Vielleicht kann ich dir helfen. Ich habe genau das Richtige. Was meinst du dazu? Wow, es ist perfekt. Gib das her und ich nehme auch das Geld. Das war völlig unerwartet. Willst du mich veräppeln? Alles ist ruiniert. Oh, sei nicht traurig. Möchtest du Süßigkeiten? Ich mag Süßigkeiten. Danke. Wenigstens werde ich nicht enttäuscht. Oh. Moment. Ich habe eine Idee. Ich brauche diese Gummibärchen und diese runde Form. Ich lege die Gummibärchen in die Form. Und der letzte. Jetzt brauche ich klares Epoxidharz. Ich gieße das in die Form und alle Gummibärchen abdecken. Einfach so. So, jetzt warte ich, bis es fertig ist. Dann kann ich es aus der Form nehmen. Und ich habe ein nettes Armband. Es ist so bunt. Es ist so süß, oder? Ich bin bereit für die Party. Lasst uns Fische und Kunst kombinieren. Noch Fragen? Ich hab's. Was hast du vor? Vertrau mir. Die sollten aber waschbar sein, Jake. Ja, das kitzelt irgendwie. Vielleicht die hier. Ja, sieht gut aus. Gib her. Wow, Jake, das ist toll. Ja, wir haben es geschafft. Was ist los mit euch? Fein. Okay, was dann? Dann, wie wäre es damit? Wo sind wir? Ich glaube, es ist ein Badezimmer. Hey Jake, ich weiß, was zu tun ist. Gib her. Dieser Fisch gehört ins Becken. Die hier auch. Jetzt, schau. Diese Fische verdienen es zu schwimmen. Meinst du nicht auch? Wow, das ist ziemlich lustig, stimmt's? Ja, das ist fantastisch. Wie wäre es mit ein paar Kaulquappen? Weißt du, ich habe noch nie eine Kaulquappe gemalt. Zeit zum Schwimmen, ihr Kleinen. Wow, schau sie dir an. Haha, das ist so lustig. Ja, Wissenschaft ist cool. Das sollte euer Gehirn auf Trab bringen. Kennt ihr die Antwort auf diese Frage? Keine Ideen?
glaube, ich habe eine. Ich bin überfragt. Schau. Wirklich? Das geht nicht. Netter Versuch, Chloe. Ich weiß. Versuch's auf die Weise. Siehst du den Stift? Nimm die Tinte so raus. Puste dann mit deinem Mund durch. Siehst du die grüne Tinte, die rauskommt? Dann nimm deine Lieblingshaarmaske und gib sie zur Tinte hinzu. Denk daran, alles richtig zu mixen. Schau dir diese fantastische Farbe an. Versuchen wir's? Okay. Mach die erste Strähne grün. Dann wickle Folie drum. Dann mach noch eine andere Strähne lila. Ha! Ist das alles? Nein, lass das eine Weile so. Okay. Ich glaube, es ist fertig. Wirklich? Cool. Ja, das hat total funktioniert. Das sind schöne Farben. Tada! Gefällt dir, was du siehst? Warte mal. Wow, ich bin eine Regenbogenprinzessin. Das ist so cool. Du solltest darüber nachdenken, das beruflich zu machen. Vielleicht. Ach, ich muss was trinken. Oh, ja. Ah. Könnt ihr einen anderen Weg, sie zu schließen? Los. Das ist interessant. Was ist mit der Serviette? Wir müssen nur die Serviette rollen. Leg sie flach auf den Tisch, falte sie und rolle sie dann wie einen kleinen Burrito. Siehst du? Und der Stöpsel ist fertig. Voila! Das ist ganz einfach, Chloe. Das scheint nicht zu funktionieren. Schau mal. In der Sekunde, in der ich sie kippe, beginnt das Getränk auszutropfen. Siehst du? Das funktioniert nicht. Hey, du hast eine Sauerei gemacht. Aha, versuchen wir das nochmal. Du musst die Flasche vollständig füllen. Mach weiter, bis sie ganz voll ist. Leg die Serviette oben auf die Flasche. Bist du sicher? Ja, schau. Nicht schlecht. Ja, das funktioniert jetzt. Schau genauer hin. Okay. Ah! War das wirklich nötig? Ja. Okay. Das war irgendwie genial. Das war lustig. Wow, sollen wir wirklich daran ziehen? Hä? Wow, das wurde aber ganz schön schnell bunt. Aber gar nicht mal so übel. Was kommt als nächstes? Ich bin bereit, mir den Bauch vollzuschlagen. Aber zuerst müssen wir am Rad drehen. Pink wie Himbeeren. Hey, wieso habe ich nichts zum Essen? Ist das alles für mich? Davon könnte eine ganze Familie satt werden. Kann man das überhaupt zusammen essen? Ich hab's! So sollte es gehen. Sieht schon viel besser aus. Es fehlt noch etwas. Geschmolzene Schokolade. Sieht aus wie pinker Regen. Süßer, schokoladiger Regen. Jetzt fehlt nur noch eins. Ein Zuckerhagel. Wow,
Wow, das sieht gut aus. Ich muss nur noch eine Sache herausfinden. Schmeckt es auch so gut, wie es aussieht? Vergiss nicht zu atmen, Tina. Dann benutze ich mal diesen Kamm. Ich wollte mir sowieso einen neuen kaufen. Moment mal, da passiert etwas. Das wird total toll aussehen. Luna? Deine Haare. Oh, meinst du meine Einhornmähne? Das sieht so hübsch aus. Hey, willst du tauschen? Tauschen? Oh, von mir aus. Der sieht zum Anbeißen aus. Was hast du getan? Und, passiert schon was? Unfair. Was hast du dir nur gedacht? Wer zuerst blinzelt, hat verloren. Ich werde gewinnen, Luna. Vergiss es. Bloß nicht blinzeln. Ah, ich hab geblinzelt. Ja, gewonnen. Gelb wie Zitronen. Wow, der Lutscher ist ganz schön riesig. Schmeckt gut. Der ist bestimmt lecker. Aber ich habe etwas Besseres. Das sieht witzig aus. Einfach umdrehen und losnaschen. Aber was ist das? Wow! Hey! Sie ist verrückt nach Bananen. Zum Glück habe ich meine Lutsche. So zitronig. Ich will ein Stück abbeißen. Mann! Ich hab's. Mit etwas Hitze sollte es klappen. Zeit für etwas Action. Hey, der Lutscher schmilzt. Das klappt super. Ein erfrischendes Getränk für mich. Spritzige Zitronenlimonade. Juhu. Hey, willst du eine Banane? Du bist dran, Tina. Blau wie Blaubeeren. Hey, was ist das denn? Hast du eine Idee? Und ich? Blaubeer Cake Pops. Den muss ich probieren. So saftig. Aber was ist das denn? Ist das eine Nachricht? Da steht etwas von Wasserflaschen. Ich war noch nie gut im Rätseln. Versuchst du mal. Mal sehen. Zwei Wasserflaschen also. Eine davon steht auf dem Kopf. Ah, ich habe das Rätsel gelöst. Jetzt pass auf. Vorsichtig und umdrehen. Wow, das ist fast wie Magie. Sieh nur, wie das sprudelt. Die Zuckerperlen strömen nach oben. Wahnsinn. Man könnte denken, sie wären magnetisch. Ein echter Blauperlenstrudel. Hey, schau mal, Tina. Toll. Dreh die Flasche noch mal um. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich bin dran. Nein, ich. Hey, du warst erst dran. Loslassen. Der Zeiger ist wohl auf Orange gelandet. Wozu soll der Deckel gut sein? Da stimmt doch was nicht. Eine Fanta-Party. Du bist so kindisch. Ich nehme mir diese Dose. Ups, war ich das? Hey, wie mache ich denn jetzt die Dose auf? Anfängerin, sieh her und staune. So erfrischend und spritzig. Ich hab's. Mit dem richtigen Werkzeug kriege ich sie auf.
Jetzt kann ich auch Fanta trinken. Und dazu noch aus einem so edlen Glas. Schon besser. Also wenn schon edel, dann richtig. Das sollte reichen. Hey, vorsichtig, sonst brechen sie. Ein Gläserbrunnen der Extraklasse. Hier ist das perfekte Glas für die Spitze. Los geht's. Was ist noch edler als ein Brunnen? Ein Fanta-Springbrunnen. Dann mal Prost. Welches nehme ich nur? Dieses Glas. Luna? Stopp! Yeah! Luna? Willst du drehen? Na klar. Rot, wie Erdbeeren. Wow, so eine winzige Kaugummimaschine. Aber wie kriege ich die nur raus? Jetzt ich. Was ist das denn? Eine Handrassel. Hier steht drehen, aber nichts passiert. Hallo? Ich will meine Kaugummis. Das hat mich erschreckt. Aber es war ein guter Schreck. Die roten schmecken am besten. Bravo! Hey, das ist aber nicht essbar. Du musst es umdrehen. Ach so. Mein Fehler. Hey, das kann man trotzdem nicht essen. Oh, denk doch mal nach, Tina. Die Kappe. Oh, um an das Süße zu kommen, muss man richtig schuften. So süß. Hoppla. Du bist an der Reihe, Tina. Es dreht sich immer noch. Gleich stoppt es. Hey, das sind mehrere Farben. Das ist es. Und, bist du bereit? Tada! Ein Luftballon in Regenbogenfarben. Hast du das gehört? Wow! Ganz schön bunt. Und süßes obendrauf. Das ist meins. Nein, das ist meins. Jetzt gib schon her. Na, warte, du. Ich gebe nicht auf. Stopp! Wer als erstes aufgegessen hat? Gute Idee. Drei, zwei, eins und los! Der Gewinner kriegt die Schokolade. Ich esse so schnell, wie ich kann. Komm schon, schneller. Hä? Wie bist du schon fertig? Dein Mund ist viel größer als meiner. Und die Schokolade passt auch noch hinein. So eine riesige Schokolade. Den Sieg lasse ich mir schmecken. Ich hoffe, du kriegst Bauchschmerzen davon. Bist du bereit, einen Streich in Aktion zu sehen? Ich brauche nur Kleber und eine glänzende Münze. Und ja, hier scheint ein guter Platz zu sein. Und drauf mit dir. Und da kommt auch schon ein Abnehmer. Hey. Na, komm schon. Mann, ach, ich kann den nicht greifen. Oh, das muss ich aufnehmen. Ich hab sie gleich. Komm schon, mach dich locker. Ha! Nein. Oh, schlechtes Timing. Was? Du warst das? Ja, bye. Was erspähen meine Augen denn da? Die gehört mir. Ich kann sie nicht greifen. Schade. Aber das sollte klappen. Ja! Nun erhebe ich dich zu meinen Fingern. Hat super funktioniert.
Und zu guter Letzt mein traumhaftes Tagebuch. Darin stehen meine tiefsten Gedanken und meine dunkelsten Geheimnisse. Ach, wie lang ist das denn? Ich weiß nicht, wofür sie das alles braucht. Wo ist denn mein Notizbuch? Chips von gestern. Die hatte ich ja ganz vergessen. Bingo, mehr brauche ich nicht. Mann, was für eine Schweinerei. Ich frage mich, was in ihrem Notizbuch steht. Was? Hey, nimm deine Hände da weg. Ich weiß. Annie, schau mal. Tja, entspann dich einfach, okay? Ja, schauen wir mal. Das ist eklig. Das sind nur alte Chips. Ja, eine Menge alter Chips. Egal. Das ist doch wohl ein Witz. Sorry. Schon weg. Oh Mann, ich weiß nicht mal, was das bedeutet. Die Lehrerin ist total mit sich selbst beschäftigt. Oh Mann, ich habe alles weggeschwitzt. Hallo, brauchst du das hier? Du bist cooler, als ich dachte. Diese Krawatte ist ein Segen. Wie bitte? Ist das ein Spickzettel, den ich da sehe? Du hältst dich wohl für clever, ha? Huh? Was ist denn da gerade passiert? Oh, ich muss in die Krawatte kommen. Psst, psst. Huh? Oh, das ist übel. Aber warte, ich habe hier noch einen. Nice. Oh, muss nur genauer hinschauen. Ja, da sind sie. War das eine Acht? Na gut, hier ist es schon. Verdammt, kannst du das lesen? 22. Sind das überhaupt Zahlen? Oh, so geht das nicht. Ich hab's. Sie muss ihn nur noch fangen. Wer wirft denn damit Müll nach mir? Also gut, Stifte weg. So weit, so gut. Ja, gut gemacht. 1+ für Annie. Und Rosie auch. Kannst du das glauben? Ich liebe die Einhornschule. Ich traue meinen Augen nicht. Du kannst dich von deiner 1 verabschieden. Mein Fehler. Die Spicker waren für Annie.